Eine unbekannte Frau wird tot aufgefunden. Wer ist sie und warum musste sie sterben? Die Beantwortung dieser Fragen beginnt im Sand am Tatort und endet in einer Geschichte voller Tragik. Als die Sonne über den Feldern von Delano, Florida aufgeht, entdecken Arbeiter, dass ihre Farm zum Ort eines Verbrechens geworden ist. Die Szenerie deutete auf ein sehr gewalttätiges Verbrechen hin und es gab offensichtliche Beweise für eine Vergewaltigung. Das Opfer ist eine Teenagerin. Sie ist unbekleidet. Die junge Frau wurde erst geschlagen und dann erstochen. Niemand war in der Nähe und hatte Schreie gehört. Das war ein Ort, an dem nicht mal eben jemand vorbeifährt. Ein sandiger Weg abseits der Hauptstraße. Das Opfer hat weder einen Ausweis bei sich, noch passt es auf die Beschreibungen von vermissten Personen. Neben der Leiche finden die Ermittler eine Jeans. In deren Tasche befindet sich ein Schlüsselanhänger mit dem Buchstaben F. Und sie finden einige Schmuckstücke. In der Kleidung, im Halsbereich, waren Rückstände von goldfarbenen Kettengliedern. Sie waren in der Kleidung und auf ihrer Haut. Kriminaltechniker untersuchen den Tatort weiträumig und fotografieren einen Schuhabdruck, den sie im sandig weichen Boden gefunden haben. Der Untergrund spielt eine entscheidende Rolle beim Sichern solcher Spuren. In diesem Fall hatten die Ermittler Glück, trotz des eigentlich schwierigen Untergrunds. Ganz trockener, sandiger, staubiger Untergrund ist an sich der Albtraum für Schuhlaufflächenabdruckspuren, da sich die individuellen Merkmale in ihrer Feinheit gar nicht abbilden können. Ideal wird das, wenn man einen pappigen, lehmigen Untergrund hat. Das kann man sich richtig vorstellen, wie sich der Dreck in die Sohlen hinein formt. Interessanterweise gibt es am Tatort nur Abdrücke von einem Paar Schuhe. Sofern nur ein paar Schuhlaufflächenabdruckspuren gefunden werden, indiziert das, dass es sich vermutlich um eine Person handelt, die das Opfer dort abgelegt hat. Im Sand neben den Reifenspuren befinden sich Handflächenabdrücke, vermutlich die des Opfers. Sie hat gekämpft. Man konnte halbkreisförmig ihre Gesäßabdrücke erkennen. Sie hat sich gewehrt. Der einzige Weg, das Opfer zu identifizieren, führt über die Schlüssel, die in der Jeans gefunden worden sind. Es schien ziemlich aussichtslos, erfolgreich das Apartment zu finden, zu dem dieser Briefkastenschlüssel und der Hausschlüssel gehörten. Personen werden ermordet und dann oft über weite Strecken transportiert. Delano ist die Stadt, die dem Tatort am nächsten liegt. Im Norden beginnen die Ermittler, den Schlüssel an jedem Briefkasten auszuprobieren, der zu einem Wohnblock gehört. Sie überprüfen auf diese Art hunderte Briefkästen. Im Unterbewusstsein hofft man, dass es klappt. Doch jeder Glücksspieler und auch ich wusste, dass die Erfolgsaussichten, den richtigen Briefkasten zu finden, sehr gering waren. Wir haben das stundenlang gemacht, sodass ich eine Blase am Finger bekam. Nur sehr mühsam kommen die Ermittler voran. Der Schlüssel ist ihre einzige Spur. Doch sie schaffen den Durchbruch tatsächlich. Der Schlüssel passt zum Briefkasten Nummer 3 eines Apartmentgebäudes in einer Arbeitersiedlung von Delano. Sofort hatte ich das Gefühl, dass wir am richtigen Ort sind. Das war sehr beglückend, denn wir stießen in diesem Fall in einen neuen Bereich vor und hatten die Möglichkeit, das Opfer zu identifizieren. Jetzt probieren die Ermittler den zweiten Schlüssel aus. Er passt zur Tür des Apartments Nummer 3. Da ist niemand. Das war klassische Ermittlerarbeit. Sie hatten keine Ahnung, welcher Wohnungsblock der richtige war. Sie mussten einen nach dem anderen abgehen. Die Wohnung gehört Christine Hildreth,
einer Krankenschwester vom örtlichen Krankenhaus. Sie kann das Opfer identifizieren. Es ist die 17-jährige Florence, ihre eigene Tochter. Das war hart und ist eine der schwierigsten Aufgaben in unserem Beruf. Doch manchmal ist es eben erforderlich. Man benötigt die Identifizierung, um vom Opfer auf den Täter zurückschließen zu können. Ich erinnere mich, wie geschockt ich war. Geschockt darüber, dass ihr so etwas passiert ist und dass es hier in Delano geschehen ist. Florence ist Highschool-Schülerin. Ihr Traum ist es, Medizin zu studieren. Das war keine dieser jugendlichen Delinquenten. Sie war Cheerleaderin und sehr beliebt. Ihr standen alle Türen offen. Und nach allem, was wir herausfanden, hatte sie nichts mit Drogen zu tun. Sie war wirklich ein braves Kind. Nach der Obduktion stellt der Rechtsmediziner die Todesursache fest. Florence ist durch mehrere Messerstiche in den Hals getötet worden. Zudem gibt es Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Es werden weder Drogen noch Alkohol in ihrem Körper nachgewiesen. Sie war eine zurückhaltende Person, achtete auf sich. Sie hat niemanden beleidigt. Warum also gerade sie? Sie hat niemals Ärger gemacht. Warum wollte sie jemand umbringen? Als die Kriminaltechniker die Beweise vom Tatort untersuchen, sind sie erstaunt über deren Qualität. Wir sehen hier eine hinreichend gute Schuhlaufflächenabdruckspur auf diesem sandigen Boden. Es ist zum einen zu erkennen, dass die Spur relativ gut strukturiert ist. Es handelt sich hierbei also ganz offensichtlich nicht um einen Tanzschuh oder einen eleganten Schuh. Besonders schön sieht man auch, dass hier beispielsweise oder hier offensichtlich individuelle Beschädigungen an dem Schuh vorhanden sind, die natürlich nur an diesem einen Schuh zu erkennen sind und die uns direkt zu einem Täter führen würden. Das muss man später noch herausarbeiten, ob das in der Sohle vorhanden ist oder ob es Verwitterungen sind, hier von der natürlich schon ein paar Stunden alten Spur. Und vor allem erkennt man hier natürlich einen Schriftzug. Da müsste man auch noch Arbeit investieren, ob man den noch besser herausbekommt. Und dann hat man womöglich direkt das Modell und den Hersteller von dem Schuh. Nachforschungen ergeben, dass der Täter ein paar neue Turnschuhe der Marke Brooks getragen hat, Größe 12. Ich konnte es kaum glauben. Es ist sehr ungewöhnlich, so detaillierte Abdrücke zu bekommen, dass man sogar den Markennamen erkennen kann. Feine Details bis hin zu den individuellen Charakteristika des Schuhs waren zu sehen. Die Reifenspuren am Tatort sind ebenfalls aussagekräftig. Der rechte Vorderreifen hat seinen seitlichen Schriftzug im Sand hinterlassen. Er zeigt die Buchstaben D, S und V in der Nähe des Profils. Wahrscheinlich stammen sie von den Worten Limited Service, die in einen Ersatzreifen gestanzt worden sind. Das ist extrem ungewöhnlich. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Worte von der Reifenseite im Abdruck zu sehen waren. Wenn man den seitlichen Abdruck des Reifens klar lesen kann, dann würde ich primär davon ausgehen, dass dieser Reifen mit relativ wenig Luftdruck gefahren wurde. Man kann womöglich genau den Reifentyp klassifizieren, was einen direkten Fahndungsansatz ergeben würde. Man kann davon ausgehen, dass auch Reifenhändler, Vulkaniseure in der Umgebung befragt werden müssen, ob jemand einen neuen Reifen gekauft hat oder diesen reparieren ließ. Und man könnte sich überlegen, warum dieser Reifen drucklos war, außer einer Beschädigung. Vielleicht hat es sich um ein eher häufiger druckloses Reserveradmodell gehandelt. Florence ist am Abend zuvor um 22.30 Uhr zum letzten Mal gesehen worden. Sie kam vom Haus ihrer Cousine, ein Weg weniger als 400 Meter.
Es gab zwei Szenarien. Entweder jemand Bekanntes ist vorbeigekommen und hat ihr angeboten, sie mitzunehmen, oder sie ist von einem Fremden mit Gewalt von der Straße gezogen worden. Wenn sie von einem Fremden entführt worden ist, wäre das für die Ermittler die schlechtere Alternative. Wenn man es mit einem komplett Unbekannten zu tun hat, ist es oft sehr schwer, eine Verbindung zwischen Opfer und Mörder herzustellen. Freunde und Familie sind überzeugt davon, dass Florence nie zu einem völlig Fremden ins Auto gestiegen wäre. Ich vermute, sie hat ihm vertraut. Und er hat ihr versprochen, sie nach Hause zu fahren und nichts von seinem wahren Vorhaben verraten. Ansonsten hätte sie sich natürlich nicht in diese Situation gebracht. Während solcher Ermittlungen hält die Polizei normalerweise Informationen vor der Bevölkerung zurück. Doch in einer kleinen Stadt ist das nicht immer einfach. Und in diesem Fall hilft der Tratsch. Einzelheiten des Falles begannen sehr schnell in der Gemeinde zu kursieren, obwohl wir dem Team Redeverbot erteilt hatten. Jeder wusste, wo ihre Leiche gefunden worden war. Und so erhalten die Ermittler einen Hinweis aus der Bevölkerung. Eine Zeugin sagt aus, sie sei gegen Mitternacht nicht weit vom Tatort auf der Cecil Avenue gefahren und hätte einen roten Pickup-Truck am Straßenrand gesehen. Er fiel ihr ins Auge, da er einen Skiträger auf dem Dach hatte. Delano ist eine Stadt mit viel Landwirtschaft mitten im Central Valley. Auch im Winter gibt es hier keinen Schnee und die meisten Pickup-Trucks sind Arbeitsfahrzeuge. Skiträger sind hier sehr ungewöhnlich. Florence' Familie weiß sofort, wer so einen Truck besitzt. Er gehört Rodney Berryman, einem arbeitslosen jungen Mann, der bei Florence' Onkel wohnt. Berryman hat eine kriminelle Vergangenheit, wegen der er schon mehrfach im Gefängnis gesessen hat. Im Verhör bei der Polizei ist er keine große Hilfe. Er gab lediglich zu, Florence zu kennen. Er bestritt, sie mitgenommen zu haben. Er bestritt überhaupt alles im Zusammenhang mit dem Mord. Er bestritt, dass ein Truck am Tatort war. Er bestritt sogar, jemals auf der Cecil Avenue gefahren zu sein, was sehr schwer ist, denn das ist eine Hauptverkehrsader. Als die Polizei das Fahrzeug betrachtet, findet sie keinen Ersatzreifen, der die Abdrücke am Tatort hinterlassen haben könnte. Es ist weder Blut im Innenraum zu finden, noch ein Hinweis auf Ausübung von Gewalt. Es scheint, als könne dieser Fall nicht gelöst werden. Hauptverdächtiger im Mordfall Florence Hildreth ist der vorbestrafte 24-jährige Rodney Berryman. Er bestreitet jedoch vehement jegliche Beteiligung an der Tat. Er hielt sich erst seit kurzer Zeit in der Gegend von Delano auf und kam aus Los Angeles. Er wohnte mit einem Cousin von Miss Hildreth im gleichen Haus und hatte eine Art Freundschaft oder Beziehung zu einer ihrer Cousinen. Anfangs finden die Ermittler keinen Beweis dafür, dass Berrymans Auto am Tatort gewesen sein könnte. Doch dann entdecken sie unter einem Vordersitz etwas, das leicht zu übersehen gewesen wäre. Es sind Glieder einer Goldkette. Die Stücke werden dem Kriminaltechniker Greg Laskowski zur Untersuchung gegeben. Ich bekam einige Glieder, die wie Hufeisen aussahen, wie zu einem Hufeisen gedreht. Sie waren nicht sehr schwer, eher billig, womöglich Messingschmuck. Um solch eine Kette herzustellen, muss der Juwelier mit einem kleinen Werkzeug jedes einzelne Glied erst auftrennen und dann beim Zusammenführen der Enden leicht drehen. Unter dem Mikroskop kann Laskowski die Spuren erkennen, die das Werkzeug beim Trennen der Glieder hinterlassen hat. Ich suche nach Streifen, die sich über die Länge der Schnittfläche ziehen. Jedes Werkzeug macht charakteristische Streifen. Diese Individualität des Werkzeugs entsteht bei dessen Herstellung und danach durch die Art des täglichen Gebrauchs. Laskowski vergleicht die Streifen von den Kettengliedern aus dem Auto mit denen vom Schmuckstück, das mit Florence Hildreth Leiche gefunden worden ist. Die Ergebnisse sind eindeutig. Die Glieder, die bei der Leiche gefunden worden sind, hatten ihre Markierungen von einem Werkzeug, das auch die Markierungen an der Kette verursacht hatte. Das bedeutete, dass der Verdächtige etwas zu erklären hatte.
Doch wenn Rodney Berryman der Mörder ist, warum passen die Reifenspuren vom Tatort nicht zu seinem Fahrzeug? Bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler im Hinterhof des Verdächtigen einen Ersatzreifen. Er wird beschlagnahmt. Greg Leskowski macht in tatortähnlichem Sand einen Abdruck vom Profil des Reifens. Und auch ein seitlicher Abdruck wird gemacht. Ich fotografiere meinen Abdruck und nutze technische Hilfsmittel, um die Lichtstimmung vom Tatort herzustellen. Dann vergleiche ich die Bilder entweder, indem ich sie nebeneinander lege, oder durch Überlagerung. Das Ergebnis ist bemerkenswert deutlich. Die Abdrücke der Buchstaben V, S und D vom Tatort sind identisch mit den Abdrücken, die von Rodney Berrymans Ersatzreifen gemacht worden sind. Zudem stimmen mehrere individuelle Beschädigungen des Reifens mit den beiden Abdrücken überein. Das ist, als ob man in der Lotterie den Hauptpreis gewinnt. Oder wie soll man es sonst bezeichnen, dass dieser unscheinbare Ersatzreifen perfekt reproduziert werden konnte und so einfach zu vergleichen war. Rodney Berryman werden die Beweise vorenthalten. Während seiner Vernehmung wird er gefragt, ob jemals eine andere Person seinen Pickup-Truck gefahren ist. Berryman verneint das. Als Rodney Berryman komplett ausschloss, dass jemand anderes jemals ein Fahrzeug gefahren ist, war klar, dass er im Fahrzeug gesessen hatte. Er machte zunehmend negative Aussagen und erlog. Und wenn das jemand tut, lässt man ihn gewähren. Denn je mehr jemand lügt, desto tiefer schaufelt er sich sein eigenes Grab. Berryman sieht aus, als wäre er in einen Kampf verwickelt gewesen. Ich habe einen Kratzer in seinem Gesicht gesehen und ihn gefragt, woher der Kratzer stammt. Er gab an, ihn von einem Freund beim Basketballspielen bekommen zu haben. Dann entdecken die Ermittler, dass Berryman ganz neue Turnschuhe der Marke Brooks trägt. Von solchen Schuhen könnten die Abdrücke am Tatort stammen. Und auf den Schuhen ist etwas Verdächtiges. Als ich mit ihm sprach, fiel mein Blick auf seine Schuhe. Es schien, als hätte er Blutspritzer darauf. Das hat mir natürlich gut gefallen. Noch einmal macht Greg Leskowski Abdrücke. Dieses Mal von Berrymans Schuhen. Und erneut ist das Ergebnis eindeutig. Größe, Art und Marke des Abdrucks, selbst die individuellen Merkmale, sind mit denen vom Tatort identisch. Und das Blut? Da dieser Mord vor Entdeckung der DNA-Technologie geschehen ist, benutzen Kriminaltechniker die Elektrophorese als Analyse. Strom wird durch die Blutprobe geschickt und somit werden bestimmte Enzyme angeregt. Ergebnis? Das Blut auf Berrymans Turnschuhen stammt nahezu sicher von Florence Hildreth. Es stammte von jemandem, dessen Gruppe 0,068% der afroamerikanischen Bevölkerung ausmacht. Und Miss Hildreth gehörte zu dieser Gruppe. Für eine Methode vor der DNA-Technologie war es nahezu eindeutig, dass es ihr Blut war. Ohne es zu wissen, hat Rodney Berryman eine Vielzahl an Beweisen hinterlassen, sodass es den Ermittlern gelungen ist, ihn innerhalb von 24 Stunden anzuklagen. Er war eine gewalttätige Person, ein Soziopath, ein Mensch mit einer sozialen Persönlichkeitsstörung. Er glaubte, alles machen zu können, was er wollte, sich keinen Regeln unterziehen zu müssen. Solche Personen machen zu jeder Zeit, was sie wollen, egal ob andere Personen zu Schaden kommen. Ein letzter Beweis besiegelt das Schicksal des Beschuldigten. Berryman behauptet, Florence hätte nie in seinem Auto gesessen. Doch der Abdruck eines Daumens am Armaturenbrett stimmt mit dem Daumenabdruck von Florence überein. Er hatte bestritten, dass sie jemals in seinem Auto gewesen sei und jetzt war ihr Fingerabdruck drin. Der konnte nicht dort sein, wenn sie nicht im Truck gewesen wäre. Die Polizei glaubt, dass Florence an diesem Abend auf ihrem Nachhauseweg einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist.
fährt Rodney 20 Kilometer weit zu einer abgelegenen Farm. Beweise belegen, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt. Berryman zieht Florence aus seinem Fahrzeug, wobei ihre Halskette reißt und Teile davon unter den Fahrersitz gelangen. Nach einer Vergewaltigung ersticht Berryman sein Opfer. Dabei tropft Blut auf seine Turnschuhe. Zu dieser Zeit sieht eine Zeugin aus einiger Entfernung Berrymans Truck und berichtet das später der Polizei. Am nächsten Morgen tauscht Berryman den Ersatzreifen aus, lässt ihn aber in seinem Hinterhof stehen. Er ist sich dessen forensischer Bedeutung nicht bewusst. Der Reifenabdruck, die Schuhe, die Halskette, der Daumenabdruck und das Blut lassen keinen Zweifel, wer der Täter ist. Sie war jung, eine gute Studentin, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Der Verlust eines solchen Menschen, der noch so viel erreichen kann und will, ist besonders tragisch, obwohl jeder menschliche Verlust tragisch ist. Sie ist mit jemandem mitgefahren, den sie zu kennen glaubte, von dem sie dachte, sie könnte ihm trauen. Und der vergeht sich an ihr. Es war schrecklich. Rodney Berryman wird wegen Mordes verurteilt und wartet bis heute im Gefängnis von St. Quentin auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Die verschiedenen forensischen Beweise bildeten ein Netz, in dem Mr. Berryman hängen blieb. Sie waren so eindeutig, dass die Geschworenen sehr schnell urteilten. Es gab keine Möglichkeit, die kriminaltechnischen Ergebnisse anders auszulegen. Die Menge und die Qualität der Beweise waren es, die die Geschworenen zu dem Schluss kommen ließen, dass Mr. Berryman schuldig war und die Höchststrafe verdient hatte. Hätte es das Kriminallabor nicht gegeben, in den fast 24 Stunden, die wir hinter diesem Kerl her waren, ich weiß nicht, ob wir mit unserer Anklage erfolgreich gewesen wären. Ich muss das einfach sagen. Die wissenschaftliche und forensische Arbeit, die damals gemacht worden ist, war exzellent. Und sie war korrekt. Ein Unfallflüchtiger versucht, alle Spuren seiner Tat zu beseitigen. Er lässt sein Auto reparieren, reinigen und polieren. Dann verkauft er es. Ist es möglich, dass dennoch forensische Beweise zurückgeblieben sind? Es ist eine heiße Sommernacht in Harrisburg, der Hauptstadt von Pennsylvania. Die Straßen sind leer. Artie Allen ist auf dem Weg nach Hause, als er Merkwürdiges beobachtet. Über das Dach eines Jeeps fliegen Funken. Bremslichter gehen an, dann rast das Auto davon. Allen hält an. Auf dem Fußweg findet er einen stark blutenden Mann. Er ist bewusstlos. Die Funken stammen von der Zigarette des Opfers. Nur kurze Zeit später wird der Mann vom Notarzt für tot erklärt. Mein erster Eindruck war, dass ein Fußgänger in den Verkehr geraten und von einem Fahrzeug, das die Cameron Street in südlicher Richtung fuhr, erfasst worden war. Es gab nichts, mit dessen Hilfe wir die Geschwindigkeit dieses Fahrzeugs rekonstruieren konnten. Das Opfer ist der 42-jährige Kenneth Keynes, ein ehemaliger Marine, der ganz in der Nähe wohnt und als Tagelöhner arbeitet. Keynes ist unverheiratet und kinderlos. Ja, ich war böse und aufgebracht. Es war Unfallflucht und wir wussten nicht, wer es war. Ich war mir nicht sicher, ob sie herausfinden, wer es getan hatte. Augenzeuge Artie Allen behauptet, das Fluchtauto sei ein dunkler Jeep gewesen. Doch weder Marke, Modell noch Kennzeichen kann er genau benennen. Der Tatort selbst liefert nur wenige Hinweise. Wir hatten zwei Schleifspuren aus Blut auf der rechten Fahrbahn der Straße und mehr als 20 Splitter vom Scheinwerferglas.
Es gehört zur Routinearbeit eines Unfallanalytikers, solche Beweise am Unfallort einzusammeln. Wenn sich ein Unfallbeteiligter nach einem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt, kann das Fahrzeug anhand von Splittern, die sich im Bereich der Fahrbahn befinden, möglicherweise identifiziert werden. Aus diesem Grunde ist es unabdingbar, derartige Splitter, die auf der Fahrbahn liegen, einzusammeln. Hierbei wird im Prinzip die gesamte Fahrbahn umgekrempelt. Man schaut auch in den Randbereichen nach, ob im Gras möglicherweise versteckt solche Splitter sich befinden. Die Beweisstücke werden zur Analyse ins Labor gebracht. Officer Leida war einer der Ermittler, die zum Tatort gerufen worden waren. Ich gab ihm die Aufgabe, wenn möglich, die Scheinwerferfragmente vom Tatort wieder zusammenzusetzen. Leida versucht, die einzelnen Stücke wie bei einem Puzzle zusammenzusetzen. Mit Tesafilm klebt er die Teile aneinander. Das waren eine Menge Teile. Und die alle zusammenzusetzen war ermüdend. Doch ich wollte es unbedingt schaffen. Nach 3 Tagen Arbeit liefert das zerstörte Scheinwerferglas einige nützliche Hinweise. Ein Chrysler-Logo ist zu erkennen und eine Seriennummer. Insbesondere auf Plastikbauteilen findet man häufig Zahlencodes, die die Hersteller im Rahmen der Produktion dort aufbringen. Diese Zahlencodes verraten uns zum einen den Fahrzeughersteller, den Fahrzeugtyp und auch den Bauzeitraum. Die Ermittler identifizieren das Fahrzeug. Der Herr, mit dem ich sprach, ein Teilespezialist, konnte die Auswahl bis auf einen 96er oder 97er Cherokee Laredo oder einen Grand Cherokee eingrenzen. Wie immer bei Unfallflucht beginnen die Ermittler damit, Kontakt zu Werkstätten aufzunehmen. So wollen sie herausfinden, ob jemand einen schwarzen Jeep mit einem Frontschaden zur Reparatur gebracht hat. Es gab ein paar Werkstätten, die anriefen und zu denen wir fuhren, um uns die Autos anzusehen. Doch keiner der Fahrzeugschäden stimmte mit. Der Unfall ist in Harrisburg wirklich untergegangen, zumindest in Sachen Medienberichterstattung. Kurz danach ereignete sich ein weiterer tragischer Unfall, bei dem eine Frau ihr Leben verlor. Es wurde ruhig. Wir bekamen keine Hinweise mehr. Es meldete sich auch keine Werkstatt mehr. Ein Monat war gerade erst vergangen. Wir legten den Fall beiseite und kümmerten uns um andere Unfälle. 6 Monate später erhält die Polizei eine unsignierte Weihnachtskarte mit einer interessanten Information. An die zuständige Abteilung. Im vergangenen Juli hat ein Unfallflüchtiger einen Mann in der Cameron Street getötet. Ich habe gehört, der Abgeordnete Tom Drews war an dem Abend zum Trinken ausgegangen. Am nächsten Tag hat er sein Dienstfahrzeug in Zahlung gegeben. Es war ein schwarzer Jeep. Der 38 Jahre alte Thomas Drews ist Abgeordneter der Republikaner. Er war sehr smart, mit einem großartigen politischen Gefühl. Ein Mann mit viel Durchsetzungsvermögen. Erstaunlich für jemand so Junges. Er war noch nicht einmal 40, politisch gesehen ein junger Kerl. Er besaß diese Aura, die man bei aufstrebenden Personen beobachten kann. Die Karte ist im Zentrum von Harrisburg abgestempelt worden. Und die Handschrift erscheint der Polizei weiblich. Ich vermute, die Weihnachtskarte kam von jemandem, der eng mit Drews zusammenarbeitete, womöglich von einer Sekretärin oder einer enttäuschten Liebe. Ich war skeptisch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir Hinweise bekommen, die sich als falsch herausstellen. Meldung eingereicht und dem Versicherungsvertreter erzählt, dass er an dem Abend auf dem Weg nach Hause auf dem Pennsylvania Turnpike die Leitplanke angefahren hat. Der Stand zu hoch würde. Den Ermittlern fällt ein, dass es eine Lösung gibt, um die Behauptungen von Drews zu überprüfen. Wenn es stimmt, dass der Unfall erst auf dem Weg nach Hause, also später auf dem Pennsylvania Turnpike passiert ist, dann dürfte man auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras vom Parkplatz seines Büros am, nachdem die Ermittlung gegen Drews bekannt wurde, in Rente gehen. Das ist in der Tat ein merkwürdiger Zufall.
Als die Presse davon erfährt, dass der Abgeordnete Tom Drews womöglich in den tödlichen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt sein könnte, erhält sie auf ihre Fragen nur wenige Antworten. Wer will so jemanden für die Regierung? Ein Mörder ist da, ein Mörder! Von Anfang an gab es Bedenken, dass ein weißer Politiker aus einer wohlhabenden Gegend von Philadelphia auf Kosten dieses glücklosen Afroamerikaners durch die Verantwortlichen eine besondere Behandlung erfährt. Ich war der Meinung, Drews bekam aufgrund seiner Stellung eine spezielle Behandlung. Nach dem Unfall hat Drews das Auto reparieren lassen und es der Leasinggesellschaft zurückgegeben. Das Fahrzeug wurde dann bei einer Auktion an einen Autohändler versteigert, der den Wagen wiederum an einen Kunden weiterverkauft hat. Nach dem Unfall sind mittlerweile 6 Monate vergangen. Auch wenn die Ermittler das Fahrzeug noch finden sollten, ist nicht klar, ob es noch brauchbare Hinweise liefern kann. Ich habe nicht geglaubt, dass wir etwas vom Straßenschmutz oder Dreck, der sich darin fängt, finden. Es gab keinen Zeugen, der belegen konnte, dass Tom Drews das Auto während der Zeit gefahren hat. Es wurde also unumgänglich, materielle Beweise zu finden, um ihn mit dem Tatort zu verbinden. Mit Hilfe von New Yorker Kollegen finden die Ermittler den neuen Besitzer des Jeeps. Das Fahrzeug wird beschlagnahmt. Wir haben das Fahrzeug in die Polizeiwerkstatt in der Hirsch Street gebracht. Mithilfe der Kollegen haben wir die vordere Karosserie abmontiert, um Beweise zu sammeln. Zuerst messen sie die Höhe des Außenspiegels an der Beifahrerseite und vergleichen die Ergebnisse mit den Verletzungen an Kanes Körper. Höhe und Umfang passen. Dann finden sie etwas, das aussieht wie ein menschliches Haar. Es steckte in einem Spalt im rechten Außenspiegel in der Federung. Beim Aufprall klappte er auf und schnellte dann wieder zurück. Jetzt wird das Fahrzeug komplett zerlegt. Man zerlegt das Auto in seine Einzelteile, beginnt an einem Punkt und arbeitet sich bis zum Ende durch. Das wiederholt man. Indem man viel Licht auf die Oberflächen gibt, sieht man kleinste Staubpartikel, Haare und Fasern. Wenn man das Licht dann auch noch schräg hält, kommen oftmals Dinge zum Vorschein, die man so mit dem bloßen Auge nicht gesehen hätte. In jede Spalte, jeden Winkel, in jeden Riss, den man finden kann. Das Glas, die Fasern und die Haare werden ins Kriminallabor geschickt. Um herauszufinden, ob das gefundene Glas dem aus dem Ellbogen des Opfers entspricht, bestimmen die Wissenschaftler den Brechungswinkel. Ein Beispiel zeigt, denselben Brechungswinkel zu bekommen. Wenn das gelingt, wird das Glas unsichtbar. Das Glas von Kenneth Kanes Ellbogen hat denselben Brechungsindex wie die Splitter aus der Windschutzscheibe von Tom Drews Jeep. Als nächstes nehmen die zerstört die Probe. Das macht sie aber immer auf dieselbe Art und Weise. Entscheidend sind dabei die angewendete Stärke der Hitze und die Zeit. Beide Proben reagieren identisch. Beide Proben sind aus Baumwolle und identisch in Form und Farbe. Am meisten sagt jedoch das Haar aus. Seine Dicke verrät den Wissenschaftlern, dass es ein Armhaar ist. Unter einem Mikroskop werden die Haare vom Jeep mit denen von Kenneth Kanes Leiche verglichen. Zuerst schaut man nach Größe und Form des Haares, der Farbe und der Schattierung. Man schaut nach der Pigmentierung, der Größe und Verteilung der Schichten. Und man schaut nach anderen charakteristischen Merkmalen des Haares. Die Kriminalwissenschaftler stellen fest, dass das Haar vom Außenspiegel des Autos mit dem Haar von Kenneth Kanes mikroskopisch übereinstimmt. Nach 6 Monaten war es immer noch am Außenspiegel. Ich glaube, Tom Drews hat das Auto noch in der Nacht oder kurz darauf gewaschen. Das Auto wurde dann weggegeben und erneut verkauft.
Ich bin sicher, dass es in dieser Zeit wieder mehrere Male gewaschen worden ist, bevor wir es entdeckten. Solche Beweise dennoch zu finden und jemanden so mit der Tat in Verbindung bringen zu können, ist unglaublich. 7 Monate nach dem Unfall wird Tom Drews des Mordes an Kenneth Keynes angeklagt. Er wird außerdem wegen Versicherungsbetrug, Fahrerflucht und der Vernichtung von Beweisen angeklagt. Drews versuchte, den Unfall zu vertuschen. In der Minute, in der der Unfall passierte, fing er an, die Ermittler Stück für Stück zu täuschen und von sich als Schuldigen an diesem Zusammenstoß abzulenken. Er hat nie zugegeben, dass er Mr. Keynes getroffen hat. Er gab nur zu, einen Unfall gehabt zu haben und unsicher zu sein, was er getroffen habe. Er glaubte, ein Schild angefahren zu haben, hat sich aber nie die Mühe gemacht, es zu melden, um es herauszufinden. Die Beweise erzählen eine eigene Version der Geschichte. Nach eigener Aussage hat Tom Drews am Abend des Unfalls mit seinen Kollegen getrunken. Jedoch niemand will bezeugen, dass er betrunken gewesen ist. Kenneth Keynes hat an dem Abend ebenfalls getrunken und geht, wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause, die Cameron Street entlang. Der einzige Zeuge behauptet, Drews hätte kurz gebremst, sei dann aber doch weitergefahren. Die Ankläger vermuten, dass Drews sofort wusste, dass er etwas getroffen hat. Allein die Windschutzscheibe beweist das schon. Drews behauptet, zu seinem nahegelegenen Büro gefahren zu sein, vermutlich um den Schaden zu begutachten. Warum die Überwachungskameras nicht funktioniert haben, ist noch immer ein Rätsel. Am nächsten Tag beginnt Drews den Unfall zu vertuschen, indem er das Fahrzeug wäscht und reparieren lässt. Und er begeht Versicherungsbetrug, da er den Unfall nicht wahrheitsgetreu meldet. Drews war nur um sich besorgt und um seine Karriere. Ich glaube nicht, dass es ihn interessiert hat, wer das Opfer ist. War es ein armer Weißer oder einer spanischer Herkunft? Ihm war es egal, er sorgte sich nur um sich selbst. Wenn Drews an der Unfallstelle gehalten hätte, würden wir heute hier nicht sitzen und über den Fall Drews sprechen. Er wäre nicht wegen Fahrerflucht angeklagt worden, er hätte sich nicht an seinem Auto zu schaffen machen müssen, er hätte nicht lügen und keinen Versicherungsbetrug begehen müssen. Kenneth Keynes führten. Das Glas von der Windschutzscheibe. Das Armhaar vom Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Die Fasern am Reifen. Und die Wagenfarbe an der Leiche. Ich kann mir vorstellen, dass er es kaum glauben konnte, dass wir das Fahrzeug gefunden und dann auch noch kriminaltechnisch untersucht haben. Als sie das Auto fanden, war mir klar, dass sie auch Beweise finden. Ich ahnte, dass nicht alles weggewaschen sein konnte. Das ist ein bisschen wie diese griechische Tragödie. Ein junger Held ist kurz davor, sich all seine Träume zu erfüllen. Doch dann fliegt er etwas zu nah an die Sonne und stürzt sehr schnell ab. Um einem öffentlichen Verfahren zu entgehen, erklärt sich Thomas Drews im September 2000 mit einer Verfahrensabsprache einverstanden. Er bekennt sich der Unfallflucht, der Beweisvernichtung und des Versicherungsbetrugs für schuldig. Er verbringt 2 Jahre im Gefängnis, zahlt $100.000 an Keynes Familie und gibt sein Abgeordnetenmandat zurück. Manchmal versetzt es mich in Erstaunen, was man mit den kleinsten Dingen machen kann. Und es zeigt einem, dass jedes noch so kleine eingesammelte Stück eine wichtige Rolle bei Ermittlungen spielen kann.
ihr letzter Weg sie führte. Für Freunde und Familie sieht es so aus, als führe die 36-jährige Sherry Durall ein beneidenswertes Leben. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, einen gut bezahlten Job in einer Maklergesellschaft und die Anerkennung ihrer Kollegen. Sie war selbstlos, sie war warmherzig und hat viel für andere Leute. Sie sorgte viel für andere. Sherry ist ein pünktlicher Mensch und deshalb sind ihre Kollegen besorgt, als sie eines Morgens nicht zur Arbeit. Freunde von Sherry alarmieren die Polizei. Einige Beamte schauten sich um, klopften an die Tür. Niemand antwortete, die Tür war jedoch unverschlossen. Sie gingen hinein und schauten sich im Haus um. Alles sah ordentlich und sauber aus. Sherrys Kleidung, ihr Schmuck und ihre Kosmetika sind noch da. Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau mit drei Kindern plötzlich verschwindet. Die nächsten zwei Tage gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Dann erhält die Polizei einen Anruf. Ein roter Van sei Schlangenlinie gefahren. Er hat das Kennzeichen von Sherrys Van. Die Zeugin sagte aus, er wechselte ständig die Spur, beschleunigte, bremste wieder ab und ließ die Zeugin nicht vorbei. Leider kann die Zeugin keinen guten Blick auf den Fahrer bekommen. Freunde verteilen Flugblätter mit einer Vermisstenanzeige in der Nachbarschaft. Ein Tankstellenangestellter behauptet, Sherry sei einen Tag nach ihrem Verschwinden noch bei ihm im Laden gewesen. Der Angestellte war ganz sicher, dass er sie noch am Samstagabend gesehen hatte. Sie kam rein, bezahlte ihr Benzin bar und ging. Anfangs dachten wir, sie hält sich in der Gegend auf und ist mit ihrem Van entlang des Freeways gesehen worden. Sherrys Ehemann sucht zu Hause nach Hinweisen auf ihren Verbleib und wird im Computer seiner Frau fündig. Wir untersuchten das und fanden heraus, dass Mrs. Durall neben ihrer Ehe noch eine zweite Beziehung führte. Die Ermittler finden E-Mails und Chatroom-Unterhaltungen von und mit einem Mann namens Kevin Johnson. Es ist ganz deutlich, dass die Beziehung der beiden ernsthaft ist. Ich habe versucht, dir gegenüber gleichgültig zu sein und meine Gefühle zu kontrollieren. Ich habe eine Menge nachgedacht, habe kaum noch Selbstachtung und fühle mich eher als Callgirl denn als Freundin. In dem Schriftwechsel geht es auch um die Möglichkeit, einfach gemeinsam wegzulaufen. Sie schrieben, wäre es nicht toll, gemeinsam nach Costa Rica zu gehen. Leben ist da wesentlich billiger. Als die Polizei Kevin Johnson verhört, behauptet dieser, die Beziehung sei nur kurzzeitig gewesen. Und man hätte sich in den letzten 6 Monaten überhaupt nicht gesehen. Doch da ist sich die Polizei nicht so sicher. Bereits eine Woche ist seit dem Verschwinden von Sherry vergangen. In dieser Zeit hat sie weder Kontakt zu ihrem Mann, zu ihren Kindern, noch zu Kevin Johnson aufgenommen. Ich wusste, dass sie nicht einfach wegläuft, ohne ihrer Mutter oder mir Bescheid zu geben. Wir waren ihre Vertrauten. Und sie war als Mutter zu verantwortungsbewusst, um das zu tun. Dann erhalten die Ermittler eine erste heiße Spur. Sherrys Van wird auf einem Hotelparkplatz in der Nähe des Seattle Airport gefunden. Ein Gedanke war, sie hat dort geparkt, weil jemand zu Besuch in die Stadt kam. Oder sie war in ein Flugzeug gestiegen und verschwunden. Doch es gibt weder Hinweise auf eine Übernachtung im Hotel, noch steht ihr Name auf irgendeiner Passagierliste. Es war sehr bewegend, als ihr Van gefunden wurde, sie aber nicht. Sie war nicht in der Nähe ihres Fahrzeugs. Wir fanden den Van, aber nicht unsere Freundin. Das war sehr schwierig. Die kriminaltechnische Untersuchung des Van ergibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Zudem werden keine fremden Fingerabdrücke gefunden. Beunruhigend ist die Tatsache, dass Sherry seit ihrem Verschwinden kein Geld mehr von ihrem Konto abgehoben hat. Sie hatte in der Woche von ihrer Firma einen Bonus ausgezahlt bekommen und bei der Bank eingezahlt.
Die Theorie aller Kollegen war, warum hat sie das Geld eingezahlt und es nicht mitgenommen, noch nicht einmal angerührt? Die Polizei führt noch einmal intensive Gespräche mit Sherrys Freund Kevin Johnson. Er behauptet weiterhin, nichts mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Er konnte später einige Dinge vorlegen, die bewiesen, was er am Tag ihres Verschwindens getan hatte. Sherrys Kollegen berichten der Polizei von einer Information, die Sherry ihnen am Tag vor ihrem Verschwinden gegeben hat. Sie sagte, wenn etwas mit mir passiert, ist mein Leben in meinem Schreibtisch. In ihrem Schreibtisch war ein langer Brief, den sie an ihren Mann geschrieben hatte. Darin erklärte sie ihm, warum sie es für nötig hielt, ihn zu verlassen. Meine Seele wird erdrückt. Du bist so kontrollierend, so zwanghaft und eifersüchtig. Ich will mit solchen Charakterzügen nicht länger zusammenleben. Ich kann nicht weiter so tun, als sei alles in Ordnung. Ich bin sehr unglücklich. Fazit ist, ich liebe dich nicht genug, um mit dir verheiratet zu sein. In ihrem Schreibtisch sind Bücher zum Thema Scheidung. Sie plante die Trennung. Sie hatte Geld gespart, mit einigen Anwälten gesprochen und diese um ihren Rat gebeten. Sie plante ein neues Leben mit ihren Kindern. Und Sherry hat Freunden erzählt, dass Bob ausfallend geworden sei. Es gab keine Anzeichen tätlicher Gewalt. Sie fühlte sich einfach nicht mehr wohl in seiner Gegenwart. Er kontrollierte sie zwanghaft. Er nahm emotional Einfluss auf sie und sie fühlte sich bei ihm nicht mehr wohl. Er musste offensichtlich immer überwachen, wo sie war. Gelegentlich ging sie mit Freunden etwas essen. Mr. Durall tauchte auf. Sie beschrieb die Situation so: Ein Ehemann überwacht seine eigene Frau, wie ein Stalker. In einem Gespräch mit der Polizei gibt Bob Durall zu, dass es Probleme in der Ehe gibt. Als lächerlich empfindet er jedoch den Verdacht, er hätte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Die Polizei fragt Bob, was an dem Abend passiert ist, bevor sie verschwand. Er sagt aus, sie hätten erst in einem Restaurant gegessen. Später hätte Sherry dann noch mit ihrer Schwägerin telefoniert. Mrs. Durall schien leicht beschwipst und erzählte ihr, dass sie gleich ins Bett gehen wollte. Robert Durall hatte ihr einen Drink gemacht. Sherrys Schwägerin erzählt der Polizei, dass sie diese Tatsache sehr merkwürdig findet, denn normalerweise bedient Bob seine Frau nie. Sie sagte, dass das sehr außergewöhnlich war für Mr. Durall. Normalerweise servierte er ihr weder Essen noch Getränke. Sherrys beste Freundin gewinnt eine weitere Erkenntnis während eines Traumes in der Nacht des Verschwindens. Ich wachte in der Nacht so um 12:30 auf und weckte meinen Mann. Ich sagte, oh, ich hatte einen schlimmen Traum, überall war Blut. Ich konnte nicht mehr einschlafen und hatte das Gefühl, als hätte ich eine Botschaft erhalten, dass ich etwas unternehmen soll. Die Nachricht aus Sherry Durals Schreibtisch zeichnet ein erschreckendes Bild ihrer Ehe. Daraufhin entschließen sich die Ermittler, Bob Durals Computer in seinem Büro zu untersuchen. Er arbeitet für die King County Housing Authority. Bobs Computer gehört also der Regierungsbehörde und kann somit einfach von der Polizei beschlagnahmt werden. Der Computerforensiker Gordon Mitchell erhält den PC zur Analyse. Mitchell kopiert Durals Festplatte und kann so die Inhalte untersuchen, ohne die Originaldateien zu zerstören. Das ist ein wichtiger Prozess, bei dem herausgefunden werden kann, ob etwas vor sich geht oder ob Bob nur ein netter Kerl ist. Mitchell findet Hinweise darauf, dass Bob einige Daten gelöscht hat, sie sind aber noch auf der Festplatte. Computer löschen Dateien nämlich nicht, sie geben nur den Platz auf der Festplatte frei.
Gelöschte Daten sind nach der Betätigung der Delete-Taste nicht wirklich gelöscht. Sie sind nur, oder die Datei ist eigentlich nur aus dem Inhaltsverzeichnis herausgenommen. Die Daten selbst sind aber nach wie vor noch vorhanden. Und zwar so lange, bis sie zum Beispiel mit einer neuen Datei, bis dieser Bereich überschrieben wurde. Dann wären sie endgültig weg. Die gelöschten Informationen verraten, dass Bob sich im Internet mit Frauen verabredet hat. Dabei hat er den Online-Service Match.com benutzt. Match.com ist eine Kontaktseite, eine Kontaktbörse, wo sich die angerufenen Personen für andere Personen interessieren, andere Kontakte suchen, Profile eingeben können und nach entsprechenden Personen suchen können, die ihrem Profil entsprechen oder ihren Wünschen, Wunschprofil entsprechen. Also eine richtige Kontaktseite. Bobs persönliches Profil auf der Internetseite ist sehr aufschlussreich. Mr. Durall beschrieb sich selbst als getrennt lebend von seiner Frau, ungebunden und ohne Familie. Er zeigte sich offen für eine Beziehung mit einer passenden Frau. In E-Mails erklärt er seinen möglichen Verabredungen, warum eine Scheidung unmöglich sei. Einer jungen Frau schrieb er, dass er keine Scheidung von seiner Frau wolle, weil es zu teuer und schmutzig werden würde. Er ging so weit, dass er schrieb, es wäre besser, seine Frau wäre tot. In einer anderen E-Mail schreibt Bob, dass er plane, seine unbefriedigende Ehe aufzulösen. Doch was ist sein Plan? Bobs Internetsuchmaschine offenbart, dass er nach ganz unterschiedlichen Begriffen gesucht hat. Wir waren geschockt, als wir sahen, dass er nach Dingen suchte wie Gift, Kräutern, Tod oder wie man Personen ruhig stellt und alles über das Ersticken. Doch am deutlichsten war die Suche nach den Worten Ehegattin umbringen. Ich war entsetzt. Der Gegensatz bei diesem Mann zwischen offensichtlich hohem Niveau und dieser nahezu unfassbaren Dummheit, Beweise zu hinterlassen, war wirklich atemberaubend. Jetzt haben die Ermittler einen Grund, das Haus der Durals einmal genauer zu untersuchen. Sie beginnen im Schlafzimmer. Sie finden einen Reinigungsfleck auf dem Teppich. An dieser Stelle wird ein Abstrich gemacht und mit Phenolphthalein getestet. Das Teststäbchen färbt sich rötlich. Ein Hinweis auf Blut. Unter dem Bett sind zwei Quadrate ausgeschnitten und wieder eingesetzt worden. Darunter waren offenbar große Mengen an Blut, die mit Wasser und Reinigungsmitteln entfernt worden sind. Wenn eine Reinigungslösung benutzt worden ist, war sie nicht sehr effektiv. Um das Bett herum, nahezu unsichtbar für das bloße Auge, finden die Ermittler sehr belastende Hinweise. Es waren mehrere hundert sehr kleine rote Punkte am Kopfende, an der Wand, über dem Kopfende, in den Ecken, auf dem Schreibtisch und am Türknauf zum Badezimmer. Das Blut in Fußbodennähe ist nicht durch Schläge dorthin gelangt. Das war Blut, das aus den Lungen ausgehustet worden war. Und das geschah in Fußbodennähe. Es hatte also jemand in der Nähe Blut ausgehustet, in der sich die große Blutlache unter dem Bett befunden hatte. Die Ermittler stellen fest, dass es sich bei dem Blut an den Wänden und der Decke um langsam beschleunigte Spritze handelt. Der Hinweis auf ein beblutetes Schlaginstrument. Wissenschaftler vergleichen die DNA des gefundenen Blutes mit der Tür bis zur Garage führt. Und in Bobs Auto liegt eine Quittung für ein spezielles Reinigungsmittel. Und noch eine Frage kann geklärt werden. Wo waren die Kinder der Durals am Abend des Mordes?
Es war die perfekte Gelegenheit für ihn. Sein jüngstes Kind war an dem Abend nicht da und die beiden anderen waren zelten. Sie waren allein zu Hause an dem Abend. Und somit hatte Bob die ganze Nacht, um seinen Plan auszuführen. Doch was ist mit Sherrys Leiche geschehen? Bob Durall wird verhaftet und wartet in Untersuchungshaft auf seinen Mordprozess. Gegenüber der Polizei bestreitet er alle Vorwürfe. Gott gegenüber ist er aufrichtiger. In seiner Gefängniszelle wurde er überwacht und dabei abgehört, wie er Gott um Vergebung seiner Tat gebeten hat. Die Ankläger können auch ohne Sherrys Leiche davon ausgehen, dass sie tot ist. Niemand kann einen so großen Blutverlust überleben, wie ihn die Blutlache aus dem Schlafzimmer bedingt. Doch um Sherrys Familie willen machen die Ankläger Bob Durals Anwälten ein Angebot. Wir sagten, wenn Mr. Durall uns zur Leiche seiner Ehefrau bringt, verzichten wir im Prozess darauf, Beweise zu benutzen, die er durch den Aufenthaltsort preisgibt. Überraschenderweise erklärt Bob sich einverstanden und führt die Ermittler in die Cascade Mountains. Am Fuße eines steilen Abhangs, eingehüllt in Plastik, verborgen unter einigen Steinen, liegt die Leiche von Sherry. Die Autopsie ergibt, dass sie erschlagen worden ist, so wie die forensischen Beweise vom Tatort es schon angedeutet haben. Die Staatsanwälte vermuten, dass Bob genauso unglücklich in seiner Ehe war wie Sherry, ihm eine Scheidung aber zu teuer gewesen ist. Er wollte die Kosten für Kindesunterhalt oder Scheidung nicht auf sich nehmen und keine Gütertrennung. Und Mrs. Durals Eltern waren sehr reich. Er wollte sein Erbe nicht verlieren. Die Staatsanwälte vermuten, Bob hat versucht, seine Frau am Abend der Tat schläfrig zu machen, obwohl spätere toxikologische Tests ohne Ergebnis blieben. Bewiesen ist, dass Bob Sherry mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen hat, zurück, um ihn zu reinigen. Die Beweise zeigen, dass er versucht hat, das Blut im Schlafzimmer zu entfernen, dabei aber nicht alles beseitigen konnte. Wir haben hier einen Kerl, der sich selbst für besonders schlau hält. Monatelang forscht, wie man einen Mord begeht. Und dann einen Fehler macht, über den selbst ein Sechstklässler lachen würde. Er ist ein eigenartiger, sehr gefährlicher Mann, der in gewisser Weise selbst sein schlimmster Feind war. Die Ermittler vermuten, dass Bob Sherrys Van gefahren und auf dem Hotelparkplatz abgestellt hat. Der Tankstellenangestellte, der Sherry gesehen haben will, muss sich nach Ansicht der Polizisten schlichtweg geirrt haben. Wir haben uns das Band der Videoüberwachung geben lassen. Sherry war nicht darauf zu sehen. Obwohl Bob die Ermittler zur Leiche seiner Frau geführt hat, plädiert er auf nicht schuldig und steigt zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Er präsentiert eine unglaubliche Geschichte von zwei Männern, die Sherry getötet und ihn gezwungen hätten, ihre Leiche zu beseitigen. Die Männer hätten mit der Ermordung seiner Kinder gedroht, würde er zur Polizei gehen. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen. Die Geschichte war so lächerlich. Ich hätte nach 2 Jahren Untersuchungshaft erwartet, dass er mit einer besseren Story um die Ecke kommt. In Wahrheit hat er sich die halbe Geschichte wahrscheinlich während des Prozesses zusammengereimt. Der Blutspritzer, deren Muster und wie sie sich im Raum verteilt haben. Wie in vielen anderen Fällen waren die Beweise überwältigend. Nicht eine einzelne Sache, sondern viele Dinge halfen uns, sicher zu sein bei dem, was wir getan haben. Mr. Durall hatte beruflich mit Computern zu tun. Das Ausmaß an Beweisen für vorsätzlichen Mord, die er so offenkundig auf seinem Computer zurückgelassen hatte, erschreckt mich noch immer. Ganz in der Nähe von Harrisburg.
Eines Morgens bemerkt ein städtischer Angestellter, dass Catherines Seitentür eingeschlagen worden ist und ruft die Polizei. Erschlagen worden. Ein sehr wüster Tatort. Das Opfer war heftig geschlagen worden. Um ihren Kopf herum war eine große Blutlache. Letztlich ist sie verblutet. Sie hatte Abwehrverletzungen an den Armen und einen abgebrochenen Fingernagel. Es gab Hinweise darauf, dass sie versucht hat, einen oder mehrere Angreifer abzuwehren. Ein halbgelöstes Kreuzworträtsel liegt im Wohnzimmer und in Catherines Hand ein gebrochener Stift. Es scheint, als sei sie durch das Eindringen des Täters wach geworden. Wenn man so alt wird, muss man mit dem Tod rechnen. Aber nicht in der Art, wie meine Mutter gestorben ist. Und das ist es, was mich wirklich beschäftigt. Seltsam ist, dass nichts im Haus zu fehlen scheint. Laut der Familienmitglieder schien alles normal zu sein. Nichts im Haus war durchwühlt worden. Es gab keinen Hinweis darauf, dass nach etwas Bestimmtem gesucht worden ist. Anhand von Körpertemperatur und Totenstarre stellt der Rechtsmediziner fest, dass Catherine am Abend zuvor getötet worden ist. Der Tod trat zwischen 9 und 10 Uhr am Abend ein. Zuerst sieht es so aus, als sei durch die Seitentür eingebrochen worden. Doch das zerbrochene Fensterglas liegt draußen und nicht drinnen. Sehr ungewöhnlich. Bei den meisten Einbrüchen, die ich gesehen habe, lag das Glas im Haus, denn die Leute brechen ein und nicht aus. Die Polizei überprüft die Nachbarschaft nach Hinweisen. Bei jeder Ermittlung, bei der du weder Zeugen noch Beweise hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Fall nicht geklärt werden kann. Eine Nachbarin sagt aus, dass sie um 22.30 Uhr während des Spazierganges mit ihrem Hund Lärm gehört hat. Sie drehte sich um und sah einen Schatten von Mrs. Bishops Haus weglaufen. Sie konnte die Gestalt nur für kurze Zeit sehen. Vielleicht 10, 15 Sekunden. Das in Verbindung mit den rechtsmedizinischen Beweisen erlaubte uns, die Tatzeit festzulegen. Wenn das der Mörder gewesen ist, muss er durch die Seitentür gekommen sein. Und das würde erklären, warum das Glas außen lag. Doch wie ist er in das Haus gekommen? Und was ist sein Motiv? Dieses Verbrechen brachte viel Unruhe in die Gemeinde und verdoppelte unsere Motivation, den Schuldigen zu finden. Aufgrund der Art des Verbrechens sind sich die Ermittler sicher, dass die Autopsie des Opfers wichtige Beweise hervorbringen wird. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass Catherine über 60 Mal geschlagen worden ist. Die Todesursache ist nicht schwer zu bestimmen. Das Brechen ihrer Rippen auf beiden Körperseiten, bilateral, hinderte sie am Ausdehnen und Zusammenziehen des Brustkastens. Sie starb durch Ersticken. Aus Routine nimmt der Rechtsmediziner Klebeband und klebt die Leiche auf mögliche Spuren ab. Aus deutscher Sicht eine eher untypische Vorgehensweise. Rechtsmediziner kleben in Deutschland am Leichenfundort die Leichen nicht ab. Das ist Aufgabe des Erkennungsdienstes. Möglich ist allerdings, dass wenn der Leichnam dann in der Gerichtsmedizin ist und man die Notwendigkeit sieht, dass nochmal ein erneutes Abkleben durchgeführt wird. Der Vergleich mit Farbproben von Catherines Haus ergibt, dass der Splitter nur aus einem Bereich stammen kann, dem Kellerfenster. Wir haben nach den Strukturen und der Farbe der Schichten geschaut. Der Farbsplitter vom Kellerfenster bestand aus 3 Schichten. Obenauf eine weiße Lage, in der Mitte eine gelbfarbene und als Basis eine bräunliche. Das Fenster war ungefähr 1,20 Meter über der Erde außerhalb des Hauses. An der Fassade waren schwarze Markierungen. Es schien so, als sei jemand dort hochgeklettert und habe die Fassade zu Hilfe genommen, um ins Fenster zu gelangen.
Im Keller findet die Polizei Spuren auf der Waschmaschine. Die Abdrücke waren längs gestreift und sahen so aus, als könnten sie von einer Denim-Jeans stammen. Spurensicherer suchen den Bereich nach Fingerabdrücken ab. Doch die, die sie finden, sind alle verschmiert und deshalb unbrauchbar. Um die Suche nach Verdächtigen einzugrenzen, erstellen die Ermittler eine Liste mit Personen, die in den letzten Wochen in Catherines Haus gewesen sind. Wir fanden Rechnungen auf dem Küchentisch, die verrieten, dass sie eine Öllieferung bekommen hatte. Die Ölfirma gibt an, Catherine 3 Tage vor dem Mord das Öl geliefert zu haben. Unsere Ermittler haben mit den Leuten gesprochen und herausgefunden, dass der Öllieferant nicht einmal ins Haus gekommen ist. Und der Öllieferant hat ein solides Alibi für den Abend des Mordes. Die Polizei findet eine Quittung über Schornsteinfegerarbeiten. 2 Männer haben am Nachmittag des Mordtages Catherines Schornstein gereinigt. Catherines Tochter hat ihre Mutter an dem Tag besucht und mit den beiden Schornsteinfegern gesprochen. Das sollte über $300 kosten. Ich erinnere mich noch, wie ich sagte, ein sauberer Schornstein kostet so viel. Die beiden Männer werden als der 27-jährige Tim McEnany und der 20 Jahre alte Andrew Reichman identifiziert. McEnany war anscheinend Mitglied in der Schornsteinfeger-Gilde. Für meine Begriffe war Tim McEnany der Chef der Firma. McEnany und Reichman erzählen der Polizei, dass sie in Catherines Haus so gegen 18.30 Uhr fertig waren und dann in einer nahegelegenen Bar bis morgens um 1 gewesen sind. 2 Barkeeper bestätigen diese Aussage. Dann erinnert sich Catherines Tochter an etwas. Als sie am Nachmittag im Haus ihrer Mutter gewesen ist, hat sie 3 Rollen Bargeld in einem Körbchen auf dem Esszimmertisch gesehen. Das Geld benutzt Catherine für ihre Lebensmitteleinkäufe. Ich erinnere mich, wie ich gesagt habe, Mutter packt das Geld weg. Das darf hier nicht liegen, wenn Fremde im Haus sind. Ich hatte ein schlechtes Gefühl mit den beiden im Haus und dem Geld da. Als die Polizei Catherines Haus durchsucht, findet sie das Körbchen ohne das Geld. Ich glaube, es war Miss Bishops Tochter, die sagte, es waren über $6.000 in bar. Dann verrät ein Informant dem Journalisten Peter Shellam, dass Tim McEnany und Andrew Reichman am frühen Morgen nach dem Mord einen kleinen Ausflug gemacht haben. Der Überfall war um 22 Uhr. Informanten haben mir erzählt, dass sie nach Atlantic City gefahren sind. Wo es viele Casinos gibt. Ein perfekter Ort, um $6.000 auszugeben. Der Rechtsmediziner bestimmt Catherine Bishops Todeszeitpunkt auf den Zeitraum zwischen 21 und 22 Uhr. Die einzigen Personen, die außer ihr an diesem Tag noch im Haus gewesen sind, waren ihre Tochter und 2 Schornsteinfeger, die gegen 18.30 Uhr in eine Bar gegangen sind. Beide Barkeeperinnen waren junge, attraktive Frauen. Die beiden Schornsteinfeger betrieben die ganze Zeit Smalltalk mit ihnen und tranken Bier. Die Männer behaupten, den ganzen Abend in der Bar gewesen zu sein, doch die Barfrauen bestreiten das. Die erste Barkeeperin saß ganz in der Nähe der beiden Schornsteinfeger, als sie ihre Schicht beendet hatte. Und als wir die 2. Kellnerin befragten, haben die beiden später an einem anderen Ort auf 2 anderen Stühlen gesessen. Catherines Haus ist nur wenige Kilometer von der Bar entfernt. 30 Minuten würden genügen, um die Bar zu verlassen, die Tat zu begehen und zurückzukehren. Die Polizei durchsucht die Wohnungen der Schornsteinfeger und beschlagnahmt die Kleidung, in der sie in der Nacht in der Bar gesehen worden sind. Das kriminaltechnische Team der Polizei von Pennsylvania stellt fest, dass die Fasern von Tim McEnanys schwarzem T-Shirt mit den auf Catherines Leiche gefundenen Fasern übereinstimmen. Doch die Anwälte von McEnany sind überzeugt davon, dass das ein Irrtum ist und engagieren einen eigenen Experten, Skip Palahniuk.
Skip Palahniuk ist sehr angesehen. Wir hatten große Sorge, als er begann, für die Verteidigung zu arbeiten. Nanny und seine Anwälte haben wollten. Ein Verteidiger erhält Genugtuung, wenn sein Klient freigesprochen wird. Unsere Aufgabe ist komplett gegensätzlich. Wir suchen objektiv nach der wissenschaftlichen Wahrheit. Das ist es, was wir tun. Es ist sicherlich eine Form von Ironie, dass Sie für Ihren Auftritt eine Menge Geld in einen exzellenten Gutachter investiert haben. Jemanden mit solch einem Format muss man dann aber auch gewähren lassen. Doch McEnany behauptet, die Fasern würden nichts beweisen. Er hat am Nachmittag im Haus von Catherine Bishop gearbeitet und da ist es nur natürlich, dass er dort auch Fasern abgegeben hat. Und so muss Kriminaltechniker John Evans auch die restliche Kleidung McEnanys untersuchen, in der Hoffnung, weitere Spuren zu finden. Ich habe seine Jacke auf Spuren untersucht. In seiner Innentasche auf der linken Seite bin ich auf einen Farbsplitter gestoßen, der aussah, als könnte er aus dem Haus stammen. Evans entdeckt, dass sich der Farbsplitter aus drei Schichten zusammensetzt. Oben weiß, in der Mitte gelb und braun an der Basis. Mit einem Skalpell trennt er die einzelnen Schichten voneinander und setzt sie Infrarotlicht aus. Unterschiedliche Farben reagieren unterschiedlich auf Infrarotlicht, je nach chemischer Zusammensetzung und Farbkonsistenz. Wir fanden heraus, dass die oberen Schichten alle im selben Infrarotbereich lagen. Dann untersucht Evans die unterste bräunliche Schicht. Auch sie hat dieselbe chemische Zusammensetzung. Die Polizei nahm Farbproben im ganzen Haus, doch nirgendwo gab es eine Übereinstimmung. Nur die Probe vom Kellerfenster, dem Bereich des Einbruchs, passte zum Splitter aus der Tasche des Beschuldigten und zu dem Splitter von Mrs. Bishops Hand. Die Farbe und die Fasern verbinden Tim McEnany mit der Leiche von Catherine Bishop. Doch es gibt keine forensischen Beweise, die Andrew Reichman belasten. Die Theorie ist, dass Reichman an dem Raub beteiligt war, nicht an dem Mord. Als er merkte, was McEnany mit Mrs. Bishop machte, sah er zu, dass er so schnell wie möglich davonkam. Leider kann die Spaziergängerin Reichman nicht als den flüchtenden Mann identifizieren. Und deshalb wird nur Tim McEnany des Mordes an Catherine Bishop angeklagt. Um den Fall zu zementieren, überprüfen die Ermittler noch die Mobiltelefonverbindungen McEnanys in der Nacht des Mordes. Wir brachten das Telefon ins Labor und suchten nach der letzten Nummer, die an dem Tag gewählt worden ist. Es erschien die Nummer von Mrs. Bishop. Die Telefonaufzeichnungen ergeben, dass McEnany an dem Abend zweimal bei Mrs. Bishop angerufen hat. Um 22.07 Uhr und eine Minute später. Die Anrufe waren kurz, 20 und 10 Sekunden. Es schien, als hätte keiner im Haus abgenommen. McEnany machte seine Anrufe vom Mobiltelefon. Doch Catherine ist zu Hause gewesen. Warum hat sie nicht abgenommen? Sie hörte schlecht. Wenn ich sie anrief und es manchmal 15 oder 20 Mal klingelte, ging sie nicht dran. Zerstört dabei den Nebeneingang des Hauses. Ob es wirklich Reichman war, lässt sich auch durch die Spaziergängerin nicht eindeutig klären. Nach der Tat kehren McEnany und Reichman zurück in die Bar. Laut eines Informanten fahren die beiden in den frühen Morgenstunden zum Spiel nach Atlantic City, vermutlich mit dem Geld von Catherine Bishop. Während des Verhörs weigert sich McEnany, Reichman als seinen Komplizen zu identifizieren. Doch er gesteht die Tat, zumindest im übertragenen Sinne. Ohne Drängen sagte er, dieses beschissene Bier. Jedes Mal, wenn ich trinke, komme ich in Schwierigkeiten. Tim McEnany wird verhaftet und des Raubes und Mordes angeklagt.
Kurz vor der Urteilsverkündung versucht McEnany noch aus dem Fenster des Gerichtssaals zu springen. Ein Pflichtverteidiger und der Sheriff haben ihn noch zu fassen bekommen und zurückgezogen. Seine Familie, die im Saal war, fing an zu schreien und zu weinen. Der Angeklagte rief, sie verurteilen einen unschuldigen Mann. Es war chaotisch. McEnany wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Andrew Reichman wird in diesem Fall nie angeklagt, denn es gibt keine Beweise, die seine Beteiligung an der Tat belegen. Die Ankläger müssen dem zustimmen. Der Unterschied zwischen McEnany und Reichman ist, abgesehen davon, dass McEnany der Anführer war, dass die forensischen Beweise gegen McEnany sprachen. Wir hatten keine kriminaltechnischen Beweise gegen Reichman. Die Ermittler sagen, dass dieser Fall das klassische Beispiel ist für Beweise, die direkt zum Täter führen. Im Prinzip gibt es in der Kriminaltechnik immer zwei Möglichkeiten. Entweder jemand hinterlässt Beweise oder er nimmt sie mit. Für die Geschworenen war es sehr einfach. Und das mögen sie. Sie konnten das Puzzle ganz einfach zusammensetzen. Wir haben ihnen nur die Teile vorgelegt und sie machen lassen. Ich bin dankbar, dass es Experten auf diesem Gebiet gibt und sie diese Beweise gefunden haben. Ein Millionär wird getötet. Sein Mörder hat Spuren hinterlassen. Und tödliche Explosion. Dieses Stück Draht führt zum Bombenbauer. Medical Detectives, die Crime-Doku bei Vox. Eine Missionarin wird ermordet in ihrem Apartment aufgefunden. Der Täter hat nahezu keine Spuren hinterlassen. Erst ein neues Computerprogramm ermöglicht es den Ermittlern, mit diesem Fall forensische Geschichte zu schreiben. Wird noch am Tatort für tot erklärt. Das war für mich total abwegig. Ich konnte nicht glauben, dass so etwas passiert war. Es gab kein Motiv, sie hatte keine Feinde. Sie kannte dort niemanden, noch nicht einmal die Leute vom Flur gegenüber. Bis dahin hatte sie uns nichts von anderen Leuten aus dem Haus erzählt. Bei der Autopsie wird eine faustgroße Verletzung an Dawns Hinterkopf entdeckt. Sie ist sexuell missbraucht und mit dem Betttuch erwürgt worden. Es schien ein schneller Überfall gewesen zu sein. Der Täter hat nicht viel Zeit am Tatort verbracht. Niemand hat etwas gehört oder gesehen, obwohl oben drüber, darunter und gegenüber Leute wohnen, die auch zu Hause waren. Eines wussten die Ermittler sofort, als sie an den Tatort kamen. Der Täter ist Raucher. Das schließen die Ermittler aus der Asche auf der Matratze und dem Brandfleck im Tisch, auf dem er die Zigarette ausgedrückt hat. Der Zigarettenstummel ist nicht da. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, er hatte die Zigarette noch im Mund, als er ging. Oder zweitens, er hat plötzlich realisiert, was er getan hat und die Zigarette ausgemacht. Vielleicht hat er überlegt, ob er die Tat verdecken kann und ob er alles reinigen oder vernichten soll. Auf dem Spannbettlaken befindet sich ein Blutfleck. Tests ergeben, dass er von Dawn stammt. Die Ermittler finden am Tatort weder fremde Fingerabdrücke noch fremde Schuhspuren. Keiner der Nachbarn hat etwas gesehen oder gehört. Und nichts ist aus dem Apartment gestohlen worden. In den meisten Fällen werden Leute aus einem bestimmten Grund von jemand Bekanntem getötet. Mag es ein gewichtiger Grund sein oder auch nicht. Zumindest gibt es fast immer einen Grund. In diesem Fall gibt es keinen. Dawn Farrang führte ein risikoloses Leben und hatte keine Liebesbeziehung. Ihre Prioritäten lagen zu dieser Zeit in ihrem christlichen Glauben, ihrer Familie und ihren Bemühungen, Missionarin zu sein.
Es gab einige Momente, in denen wir uns alle ansahen und fragten, was zum Teufel machen wir jetzt? Die frisch gebackenen Kekse auf Dawn Farings Küchentisch lassen erahnen, was sie in den letzten Augenblicken ihres Lebens getan hat. Quittungen offenbaren das Geschäft, in dem Dawn die Zutaten gekauft hat und mit 21.45 Uhr die Zeit, zu der sie dort eingekauft hat. Die Ermittler können niemanden finden, der sie nach dem Verlassen des Geschäftes und vor dem Auffinden ihrer Leiche am nächsten Morgen gesehen hat. Dawn Faring ist ein unschuldiges Opfer, das typisch amerikanisch zu Hause für seine Mutter Kekse zum Muttertag gebacken hat. Es hätte ihrer Tochter oder ihrem Sohn passieren können. Es hätte jeden treffen können. Doch passiert ist es unserer Tochter. Eine Überprüfung Dawns bringt zum Vorschein, dass sie sehr zurückgezogen gelebt hat, ohne große Verabredungen, Alkohol oder gar Drogen. Sie lebte erst 2 Wochen in der Stadt. Zu den interessantesten Dingen, die man in diesem Beruf lernt, gehören Rechtsmediziner und ihre Art, Personen zu betrachten. Zu den bemerkenswerten Beobachtungen, die an Dawn Farron gemacht wurden, gehörte, dass sie so bescheiden war, dass sie nicht einmal Ohrringe trug. Die Ermittler überprüfen die Alibis sämtlicher registrierter Sexualstraftäter der Umgebung. Keiner von ihnen kommt für die Tat in Frage. Ein Sexualstraftäter, der in der Nachbarschaft lebte, hatte in seiner Vergangenheit Kinder missbraucht, aber nicht erwachsene Frauen. Das soll nicht heißen, dass die beiden nicht aufeinander getroffen sein könnten. Doch meistens haben Sexualstraftäter nur eine Zielgruppe. Wir hatten einige Spuren und es gab zu der Zeit die Ermittlung nach einem Serientäter in der Gegend. Der Green River Mörder hat in der Gegend Dutzende Frauen attackiert. Doch seine Art der Morde unterscheidet sich, denn die Green River Opfer wurden nicht zu Hause getötet. Die Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass Dawns Mörder in ihrer unmittelbaren Umgebung lebt. Wir haben uns jeden in dem Wohnblock genau angeschaut. Sie hatten Alibis und haben über alles Rechenschaft abgelegt. Auch die polizeiliche Überprüfung der Personen brachte keinerlei Verdachtsmoment. Es scheint, als habe der Mörder gewusst, dass Dawn allein lebt. Wäre es jemand gewesen, der ihr vom Supermarkt oder einfach auf der Straße gefolgt wäre, hätte er beim Eintritt in die Wohnung ein hohes Risiko auf sich genommen, wäre sie nicht alleinstehend gewesen. Auf dem Stück Stoff mit dem Blut konnten wir auf einmal Hand- und Fingerabdrücke erkennen. Vieles, was kurz zuvor noch nicht sichtbar war, kam jetzt ganz deutlich zum Vorschein. Der Fingerabdruck sieht nicht so aus, als sei er für eine Identifizierung brauchbar. Das Problem ist der Stoff. Man muss sehr nah rangehen, um Details wie Papillarleisten erkennen zu können. Deshalb haben wir es uns vergrößert angeschaut. Doch sobald man es vergrößert, sieht man nur noch das Webmuster des Stoffes. Man kann Details nicht mehr erkennen, denn das Muster vermischt sich mit den Abdruckdetails. Das ist alles, was man sehen kann. Der Abdruck scheint nicht geeignet, um zur Aufklärung des Falles beizutragen. Die Ermittlungen stecken fest. Doch die Beamten geben nicht auf und gehen noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Während sie vor Dawns Apartment stehen, beginnt ein Passant, Fragen zu stellen. Ich stand stundenlang draußen auf dem Parkplatz und kann mich lebhaft daran erinnern, wie dieser dicke, fette Tölpel, etwas Besseres fällt mir zu ihm nicht ein, die Treppe herunterschlenderte. Er stellte sich zu den Beamten und brüllte förmlich heraus: Hey Leute, muss ich mir um meine Sicherheit Sorgen machen? Sein Name ist Eric Hayden. Er lebt mit seiner Freundin im Apartment über Dawns Wohnung. Als die Beamten das erste Mal mit Eric Hayden sprachen, behauptete er, die Person nie gesehen zu haben. Im zweiten Gespräch gab er an, sie zwar gesehen, aber nie mit ihr Kontakt gehabt zu haben. Auf die Frage, wo er in der Mordnacht gewesen sei, antwortet Hayden, er habe mit Freunden bis spät in die Nacht getrunken. Vorstrafen wegen sexuell motivierter Vergehen hat er nicht.
Das war wichtig, denn es ist unwahrscheinlich, dass ein Mann plötzlich mit Anfang 30 beginnt, solche Verbrechen zu begehen. Das ist ungewöhnlich. Doch etwas stört die Ermittler an Hayden. Erics Hand zitterte, er selbst machte darauf aufmerksam. Er sagte, schauen Sie sich das an, meine Hände wackeln. Das alles macht mich ziemlich nervös. Ist es bloß das Gespräch mit der Polizei, was an seine Nerven zehrt? Oder steckt mehr dahinter? Eric Hayden, ein 32 Jahre alter Fabrikarbeiter, ist der einzige Verdächtige im Mordfall Dawn Faring. Er lebt im selben Apartmentgebäude und benimmt sich, laut Aussage der anderen Bewohner, schon seit längerem merkwürdig. Eine Nachbarin beschrieb Eric Hayden als verrückt. Ich fragte sie, warum, und sie antwortete, bei einer Gelegenheit sah ich ihn vom Haus auf dem Parkplatz. Es regnete, er hatte keine Schuhe an, rauchte eine Zigarette und beobachtete das Kommen und Gehen der Leute. Da bemerkte ich, dass seine Aufmerksamkeit vor allem den Frauen galt. Im ersten Verhör behauptet Hayden, dass er zur Zeit des Mordes mit Freunden einen Trinken gewesen sei. Später gibt er an, allein gewesen zu sein. Seine Geschichte änderte sich und es kann sein, dass er so viel getrunken hatte, dass er nicht mehr wusste, was passierte. Hayden ist Raucher. Das ist wichtig, denn der Mörder hat Asche am Tatort hinterlassen. Die einzige kriminaltechnische Spur in diesem Fall ist der Handabdruck auf dem Bettlaken. Doch der Abdruck ist zu schlecht, um ihn für einen Vergleich nehmen zu können. Auf der Suche nach Antworten wenden sich die Ermittler an den Kriminaltechniker Eric Burke. Sie wollten eine weitere Meinung dazu, ob man noch etwas mit dem Laken machen kann. Sie hatten alles erreicht, was mit Chemie zu machen ist. Burke macht von dem Abdruck auf dem Bettlaken ein digitales Foto und überträgt es in den Computer. Sofort offenbart sich das Problem. Die Details des Abdrucks vermischen sich mit dem Gewebemuster. Ich wollte unbedingt herausfinden, wer diesen Fingerabdruck hinterlassen hatte. Ich konnte den Umriss einer Hand erkennen, aber keine Details. Wie konnte ich diese Überlagerung loswerden? Burke muss eine Möglichkeit finden, das Gewebemuster im Bild vom Abdruck zu trennen. Plötzlich hat er eine Idee. Was er benötigt, ist eine Art Filter. Filter ist ein nettes Wort für Algorithmus. Das ist ein mathematischer Prozess, der im Bild eine Veränderung herbeiführt. Ich habe einen Filter geschaffen, der sich ständig wiederholende Muster sucht und diese beseitigt, ohne den Rest des Bildes zu verändern. Burke markiert ein Stück des Gewebemusters und gibt dem Computer den Befehl, alles Ähnliche zu eliminieren, sodass nur der Handabdruck bleibt. Es funktioniert. Es war toll. Ich hatte nicht erwartet, dass es so klar wird. Die Details, die anfangs schafft, noch einige Probleme aus dem Weg räumen. Die Technik, die benutzt wurde, um den Abdruck sichtbar zu machen, ist noch nie als Beweismittel vor Gericht eingesetzt worden. Das Standardargument der Verteidigung ist in solchen Fällen, dass der böse Staat, die Polizei, da draußen Jagd auf unschuldige Bürger macht und versucht, sie wegen Mordes oder anderer schrecklicher Taten zu verurteilen. Sie machen vor nichts Halt, manipulieren Computerbeweise, fälschen Informationen und vorverurteilen so deren Mandanten. Es muss der Staatsanwaltschaft also gelingen, das Gericht davon zu überzeugen, dass der Abdruck auf dem Bettlaken lediglich besser sichtbar gemacht, jedoch nicht verfälscht wurde. Wir haben den Beweisen nichts hinzugefügt. Die Beweise sind, wie sie sind. Wir haben lediglich die störende Vermischung eliminiert, jedoch keine Papillarleisten oder andere fehlende Details hinzugefügt. Der Richter überlässt die Entscheidung den Geschworenen. Eric Burke stellt seinen Computer im Gerichtssaal auf und demonstriert seine Vorgehensweise. Alle schauten auf den Computer und waren erstaunt. Es war offensichtlich, dass es ein Handflächenabdruck war. Ich stand hinter den Geschworenen. Die Beweise belegen,
dass Hayden Dawn gegen den Hinterkopf geschlagen, sie sexuell missbraucht und mit ihrem Bettlaken erwürgt hat. Als Hayden sich aufrichtet, stützt er sich auf der Matratze ab und hinterlässt dabei den blutigen Handabdruck auf dem Bettlaken. Um sich selbst zu beruhigen, raucht er eine Zigarette. Er ahnt nicht, dass es der Handabdruck sein wird, der ihn später mit dem Tatort verbindet. Das ist das klassische Beispiel für gut ausgebildete Ermittler, die etwas von einem Tatort mitnehmen, obwohl sie nicht wissen, ob daraus ein Beweisstück wird oder nicht. Zerstöre nichts, bevor es nicht Personen gesehen haben, die wissen, was damit getan werden kann. Eric Hayden wird zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Prozess stiften Familie und Freunde von Dawn ein Stipendium für Studenten, die missionarisch tätig werden wollen. Über 20.000 Dollar werden weltweit eingesetzt, die ohne ihren Tod nicht zur Verfügung gewesen wären. Die Technologie, die in Dawns Fall eingesetzt wurde, schuf damals einen Präzedenzfall. Heutzutage wird sie weltweit genutzt. Das war das erste Mal weltweit, dass Techniker in einem Kriminallabor in der Lage waren, Handabdrücke oder Fingerabdrücke in Blut auf einem gewobenen Stück Stoff zu identifizieren. Es haut mich um, dass selbst 11 Jahre später noch auf diesen Fall verwiesen und die gleiche Technik benutzt wird. Damals hatten wir keine Ahnung, wie bedeutsam das sein wird. Ich glaube nicht, dass Gott Dinge veranlasst. Doch er nutzt sie. Es ist schon erstaunlich, dass diese Technologie gerade dann entdeckt wurde, als sie für die Lösung von Dawns Fall gebraucht wurde. Ein junger Mann stirbt bei einem mysteriösen Autounfall. Doch war es überhaupt ein Unfall? Die forensische Wissenschaft enthüllt die Unfallursache, deren Wahrheit drei Familien zerstört. Kurz vor Tagesanbruch sieht ein Autofahrer ein Fahrzeug am Fuße eines Abhangs stehen. Es brennt. Als die Feuerwehr eintrifft, ist von dem Auto nicht mehr viel übrig. Ich habe nie zuvor ein Auto gesehen, das so stark ausgebrannt war. Die Räder waren auf den Steinen zerlaufen. In den Trümmern finden die Ermittler die Überreste des Fahrers, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Wir mussten die Leiche aus dem Auto identifizieren, obwohl nicht mehr viel vom Körper da war. Das Auto ist ein Chevy Cavalier, Baujahr 1999. Er ist zugelassen auf Molly und Clay Daniels. Ein junges Paar mit zwei Kindern, das in der Nähe in Leander, Texas, lebt. Die Polizei erfährt, dass Molly Daniels zur Zeit des Unfalls mit ihren Kindern zu Hause gewesen ist. Sie hat mich frühmorgens hysterisch angerufen. Sie müsse zur Arbeit, doch Clayton sei nicht zu Hause und hätte das Auto. Und sie wüsste nicht, wo er sei. Anhand persönlicher Gegenstände identifizieren Familienmitglieder die verkohlten Überreste als die von Clay Daniels. Sie fanden Reste eines Tennisschuhs, den Familienmitglieder als Clays identifizierten. Sie fanden einen Harley-Davidson-Pin, den Clay an seinem Hut trug. Und eine silberne Halskette, die auch Clay gehörte. Womöglich war Clayton auf einer Party und hatte zu viel getrunken oder er war einfach zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle verloren. Der 24-jährige Clay Daniels ist ein arbeitsloser Automechaniker. Erstaunlicherweise ist nicht jeder über seinen Tod unglücklich. Ganz genau, er ist ein Loser. Ich hatte immer das Gefühl, dass er nicht das Beste für sie ist. Es wunderte mich, dass sie ihn zum Vater machte, doch das war ihre Entscheidung. Ähnliche Ansichten werden auch auf seiner Beerdigung geäußert. Die Beerdigung war sehr interessant, denn viele Leute waren da. Sein bester Freund hielt eine Rede und erzählte den Leuten, dass Clay ein Arschloch war.
Nein, er war nicht sehr beliebt. Er schien ein Müßiggänger, ein Schläger und ein Sexualverbrecher zu sein. Was soll man also Gutes über ihn sagen? Clay ist kein Vorzeigebürger. Erst vor kurzem ist er wegen sexuellen Angriffs auf seine 7-jährige Cousine zu 30 Tagen Haft und 10 Jahren Bewährung verurteilt worden. Der Unfall hat sich 3 Tage vor seinem Haftantritt ereignet. Der Autobrand war am 18. Juni 2004. Clay sollte am Montag, den 21., ins Gefängnis gehen. Der Zeitpunkt des Unfalls kam den Ermittlern etwas verdächtig vor. Und so hat die Polizei noch eine Spur zu verfolgen, denn die Eltern des Opfers sind mit Clays geringer Gefängnisstrafe alles andere als einverstanden. Der Vater des Opfers forderte Clay vor dem Unfall auf, wegzuziehen. So zogen wir in Betracht, dass vielleicht der Vater Clay beseitigt hatte. Die Gemeinde kümmert sich rührend um Molly Daniels, eine 21-jährige Witwe, die sich und 2 kleine Kinder von einem Rezeptionistinnengehalt ernähren muss. Es gab Leute, die sie nicht kannte, die ihr Geld schickten. Fremde und Kollegen brachten ihr Lebensmittel nach Haus. Sie haben alles getan. Sie haben sich für sie eingesetzt. Sie bekam einen preiswerten Babysitter in der Nachbarschaft, denn sie signalisierte, ich bin die arme Witwe und brauche Hilfe bei der Kinderbetreuung. Doch die Großzügigkeit endet nur einen Monat nach Clays Tod, als Molly Bekannten erzählt, sie habe einen neuen Freund und sei die Begünstigte von Clays Lebensversicherung. Wert? $100.000. Sogar ihre Mutter wendet sich von ihr ab. Sie war über allem erhaben. Es gab Tage, da hätte ich mich selbst treten können, was habe ich falsch gemacht. Vor dem Unfall keine korrigierenden Maßnahmen ergriffen hat. Für den Unfallsachverständigen Joachim Morawski gibt es in so einem Fall im Wesentlichen nur 2 Möglichkeiten. Wenn bei einem Unfall, bei dem das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist, keine Bremsspuren auf der Fahrbahn vorhanden sind, so gibt es im Prinzip 2 Erklärungsmöglichkeiten. Zum einen könnte der Fahrer des Pkw kurzzeitig unaufmerksam gewesen sein, beispielsweise kurz eingenickt sein. Zum anderen wäre es natürlich auch denkbar, dass der Fahrer sein Fahrzeug gar nicht aktiv nach rechts gelenkt hat, sondern dass es sich hierbei um einen vorgetäuschten Verkehrsunfall handelt. Auf dieser Straße darf man eigentlich 100 Kilometer pro Stunde schnell fahren, doch das Fahrzeug ist den Abhang nur sehr langsam heruntergerollt. Es hatte keinen Schwung, als es über die Klippen kam. Es sah aus, als hätte es jemand nur angestoßen oder wäre mit geringer Geschwindigkeit den Abhang heruntergefahren. Denn alle Bäume und Steine auf dem Weg nach unten waren durch das Fahrzeug bewegt worden. Der Benzintank des Autos ist noch ganz. Das wirft Fragen über die Ursache des Feuers auf. Auslöser für einen Fahrzeugbrand kann immer sein, dass als Folge des Unfalls Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug austreten. Es kann Benzin auf ein heißes Bauteil, beispielsweise den Abgaskrümmer, tropfen und sich dort entzünden. Denkbar wäre auch, dass der Motorblock möglicherweise reißt und Öl auf den Abgaskrümmer, also das heißeste Bauteil am Fahrzeug, tropft. Auch dann kann sich das Fahrzeug entzünden. Grundvoraussetzung hierfür ist immer, dass entsprechend auch solche Schäden am Fahrzeug vorhanden sind. Das heißt, es muss durch den Unfall eine Benzinleitung leckgeschlagen sein oder beispielsweise der Motorblock eingerissen sein. Mein Instinkt sagte mir, dass das kein Unfall war, bei dem jemand getötet worden ist. Das Gefühl blieb und deshalb habe ich... Molly Daniels Schwester Melissa hat bei einem Besuch ihrer Schwester etwas ganz besonders Merkwürdiges erlebt. Melissa ist ins Badezimmer gegangen, um sich einen Q-Tip zu holen. Als sie sich umdrehte, lag ein Kerl auf dem Boden im Wandschrank, dessen Kopf sie allerdings nicht sehen konnte. Er trug Boxershorts. Sie ging zu Molly und sagte ihr, da schläft ein Mann in deinem Wandschrank. Molly behauptete, nein, da ist niemand. Als Molly in ihren Wandschrank schaut, ist tatsächlich niemand da. Die Dinge begannen verrückt zu werden. Überflüssig zu erwähnen, dass auch die Ermittler den Vorfall verdächtig finden. Ist es möglich, dass Molly etwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat?
Fünf Monate nach dem Autounfall erhalten die Ermittler in Burnett County, Texas, die Ergebnisse der DNA-Analyse von den menschlichen Überresten. Ergebnis? Die Leiche im Auto war nicht Clay Daniels. Als die DNA nicht von Clayton war, fragten wir uns, wo ist Clayton und wer war die Person im Auto? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wird Molly, die trauernde Witwe, ab sofort überwacht. Tagelang passiert nichts Ungewöhnliches. Doch dann trifft sie sich mit ihrem neuen Freund Jake Gregg zum Verändern. Clay besaß mehrere Motive, seinen Tod vorzutäuschen. Er wollte nicht für 30 Tage ins Gefängnis gehen, er wollte kein registrierter Sexualstraftäter sein und er besaß eine Lebensversicherung im Wert von $100.000. Molly behauptet nichts von, als hätte sie nicht gewusst, dass er noch lebt. Erst einen Monat später hätte er angerufen und gesagt, hey Baby, ich lebe. Ich konnte das nur schwer glauben. Wenn mein Mann von den Toten zurückkehren würde, hätte ich eine Menge Fragen und wäre sehr wütend. Clay gibt zu, dass er es gewesen ist, den Mollys Schwester in dem Wandschrank gesehen hat. Da Molly sehr laut gesprochen habe, sei er aufgewacht und habe recht. Und wie? Was Clay den Ermittler summieren und entdecken, dass er leer ist. Clay Daniels gesteht die Brandstiftung und den Versicherungsbetrug. Seine Frau Molly bestreitet jegliche Verwicklung in die Taten, doch die Beamten glauben ihr nicht. Molly hat im ersten Gespräch mit der Polizei diese lächerliche Geschichte erzählt, dass sie einen Monat lang nicht gewusst hätte, dass Clay noch lebt. Sie blieb sehr lange bei dieser Geschichte und hat sie offensichtlich auch ihrem Anwalt so erzählt. Die Ermittler lassen Mollys Computer untersuchen, sind jedoch wenig optimistisch. Dass sie nach langer Zeit noch etwas in den Laufwerken findet, hängt allein vom Besitzer ab. Ob man noch Spuren finden kann nach 6 Monaten oder auch länger, hängt im Wesentlichen davon ab, wie oft der PC benutzt worden ist. Denn je öfters Dateien, neue Dateien abgespeichert werden, desto größer ist die Gefahr, dass gelöschte Bereiche überschrieben werden. Und dann wären die Daten weg, also auch keine Spuren mehr zu finden. Doch die Ermittler haben Glück. Mollys Computer ist kurz vor dem inszenierten Unfall von einem Virus befallen worden. Der Computerwurm sicherte jedes Zeichen, jedes Fenster, das sie öffnete, jede Mail, einfach alles, was sie in den Computer eingab. Er zeichnete es auf und sicherte es in einer Textdatei. Daraufhin führen die Forensiker eine Wortsuche durch. Eine Wortsuche erfolgt in der Art, dass man bestimmte Schlagworte eingibt, ähnlich wie in Google auch, bestimmte Informationen, Dokumente erhält, bei denen diese Schlagworte zutreffen oder gefunden wurden. Und anhand der Häufigkeit dieser Schlagworte, dieser gefundenen Dokumente, kann man auch das Interesse erkennen, mit der entsprechende Benutzer gesucht hat. Wir fanden Worte wie nicht identifizierbare Leiche, Kriminaltechnik an Leichen, verbrannte Autos, Benzinfeuer, 1500 Grad Fahrenheit, nur solche Worte. Das beweist, dass Molly nicht nur von Clays Plänen wusste, sondern aktiv mitgemacht hat. Das war der glücklichste Tag meines Lebens, als wir die kriminaltechnischen Computerauswertungen bekamen. Sie hatte aufgrund der Computerbeweise keine Möglichkeit zu leugnen, dass sie vom ersten Tag an dabei war. Mich überrascht, dass sie so dumm war, das zu tun. Sie war zu naiv und hat weder an die Konsequenzen gedacht, noch an die Möglichkeit, geschnappt zu werden. Die Polizei erhält einen Durchsuchungsbefehl für Mollys Haus und findet dort noch mehr forensische Beweise. Während der Durchsuchung ihres Hauses fanden wir in der Küche 2 Behälter mit Holzkohlenanzünder. Beide wurden untersucht und einer stimmte mit dem gefundenen Anzünder aus dem Fahrzeug überein. Das All gesehen und die Idee aus diesen Serien bekommen hätten. Ich fragte sie, haben Sie nie das Ende der Folgen gesehen? Denn normalerweise werden die Verbrecher gefasst. Sie hat nur gelacht. Molly Daniels bekennt sich des Versicherungsbetruges und der Planung einer Straftat schuldig. Sie wird zu 20 Jahren Haft verurteilt.
Wer die Tat begeht, muss die Zeit absitzen. Clay Daniels bekennt sich des Versicherungsbetruges, der Brandstiftung und der Entweihung eines Leichnams schuldig. Er wird zu 30 Jahren Gefängnis, zuzüglich weiterer 20 Jahre wegen des Sexualdeliktes verurteilt. Beweise vernichtet und nicht genug Material für eine DNA-Analyse bleibt. Sie hatten fast recht. Die Bedeutung der Computerforensik hat sich enorm stärker dargestellt in der jüngsten Vergangenheit, weil immer mehr Dokumente elektronisch erstellt werden und gar nicht mehr archiviert werden. Das heißt, man findet heute Beweise oder Indizien gar nicht mehr in Papierform, sondern in der Regel nur noch in den Speichermedien der Computer. Der Abschaum der Gesellschaft. Ich meine, sie haben kein Recht, auf diesem Planeten zu sein. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn nicht jeder in diesem Fall seine Spuren verfolgt hätte, seinem Gefühl und seinen Instinkten nachgegangen wäre, die DNA, die kriminaltechnischen Ermittlungen, die Brandermittlung, ohne das alles, hätten wir die beiden Personen heute nicht hinter Gittern. Es gibt zahlreiche Verdächtige im Mordfall eines Ölmillionärs und viel Gerede über sein Anwesen. Diese Tatsache hilft allerdings, den Fall zu lösen. Ron und Rosanna Shaw sind gerade in ihr neues Luxushaus in Youngsville, Louisiana gezogen. Es gibt trotzdem noch einiges zu tun, bevor ihr Baby auf die Welt kommen kann. An diesem Abend hat Ron seiner schwangeren Frau beim Einkauf geholfen. Ronnie hatte zwei Einkaufstüten im Arm. Wir wollten gerade Richtung Haus gehen, als plötzlich drei Männer hinter der Garage hervorsprangen. Ich war geschockt und wartete darauf, dass sie mich auch erschießen. Sie hielten ihre Waffen an den Kopf. Sie zwingen Rosanna, den Tresor im Badezimmer zu öffnen. Ich versuchte, den Tresor zu öffnen, doch ich konnte nicht. Ich war nervös und zitterte. Dann sagte einer, du öffnest ihn besser oder ich töte dich. Letztlich erinnert sich Rosanna an die Zahlenkombination. Er war enttäuscht. Ich vermute, er erwartete eine Menge Bargeld, doch da war nicht viel. Die Männer stehlen $7,000 und ein Kästchen mit Schmuck. Ich dachte, und jetzt töten sie dich. Verzweifelt bettelt Rosanna um ihr Leben. Ich fiel auf die Knie und erzählte ihm, dass ich schwanger bin. Der Täter weicht zurück, droht Rosanna ab. Er sagte, wenn du rauskommst, bringe ich dich um. Der Mann verschwindet und Rosanna alarmiert die Polizei. Der 52-jährige Ronald Shaw wird noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Die Polizei weiß sofort, dass die Täter Insiderwissen hatten. Wer auch immer diese Tat begangen hatte, er kannte den Grundriss des Hauses oder zumindest wusste er, dass sich ein Safe im Badezimmer des Hauses befindet. Rosanna kann keine detaillierte Beschreibung der Täter geben, denn alle drei haben Masken getragen. Ich konnte sagen, dass sie jung waren. Sie waren männlich, schwarz und einer von ihnen trug eine rote Skimaske mit etwas Schwarzem um die Augen. Er ist mir am nächsten gekommen und hatte einige Goldzähne. Ron Shaw ist erfolgreich im Ölgeschäft. Er hat ein Konzept entwickelt, wie man GPS-Chips in Drillbohrer einbauen und so den Bohrvorgang präzisieren kann. Obwohl die Shaws eine glückliche Ehe führen, ist sich die Polizei nicht sicher, ob das Tatmotiv Diebstahl ist.
Schmuck ist im Tresor zurückgeblieben. Sie ließen 55.000 Dollar zurück und wertvolle Goldmünzen. Er hatte 1.133 Dollar in seiner Tasche, eine Rolex-Uhr am Arm, aber nichts davon wurde mitgenommen. Und nur einige hundert Meter vom Haus entfernt finden die Ermittler eine weitere Schachtel gefüllt mit Schmuck. Wir haben in Erwägung gezogen, dass es sich um einen Auftragsmord handelt und nicht um Raub. Stellt sich die Frage, wer wollte Rons Tod? Die Presse stürzt sich auf den Fall. In Louisiana und an der ganzen Golfküste ist der Mord das Thema. Es war riesig. Es schien ein gut organisierter Hauseinbruch gewesen zu sein. Man hat auf die Familie Shaw gewartet. Das Opfer wurde als sehr reicher Geschäftsmann beschrieben. Dass er vor den Augen seiner Frau erschossen worden war, traf den Nerv der ganzen Gesellschaft. Das Haus der Shaws ist nur wenige Monate alt. Aus diesem Grund ist noch nicht alles angelegt. So ergibt sich die erste Spur. Das war ein Neubau. Es befand sich noch Sand hinter dem Haus. Die Täter sind durch den Sand gelaufen und haben dort und im Flur im Haus wirklich schöne Schuhabdrücke hinterlassen. Der Abdruck im Freien wird mit einem Material namens Denstone gesichert. Denstone ist ein Material, das von den Amerikanern bekannt ist. Wir verwenden hier bei uns Alabastergips, der eben auch mit Wasser vor Ort angesetzt wird und in die Schuhlaufflächenabdruckformen eingelassen wird. Der wesentliche Vorteil von diesem Material ist, dass individuelle und feinste Merkmale reproduziert werden können und in den Laboren untersucht werden können. Im Innern beleuchten die Ermittler den Holzfußboden aus verschiedenen Winkeln und finden weitere Schuhabdrücke. Diese sichern sie mit Gelatinefolien. Das Sichern von Schuhlaufflächenabdruckspuren mit Gelatinefolie zeichnet sich dadurch aus, dass Gelatinefolie eine hochglänzende und hochklebrige Folie ist, die bei glatten Untergründen die staubige Struktur der Schuhlaufflächenabdrücke hervorragend aufnimmt und eben ganz klassisch die individuellen Merkmale darstellt, insbesondere wenn man entsprechend der Farbe der Spur eine größtmögliche Kontrastfarbe der Gelatinefolie wählt. Nach einigen Recherchen finden die Ermittler heraus, dass es sich um einen Schuh der Marke Nike, Modell Air Jordan, handelt, Größe 10. Auch die Abdrücke innen stammen von Nike-Schuhen. Einer stammt vom Modell Air Metal Force, der andere von Shox Trainers. Die Befragung der Nachbarn ergibt, dass sie ein burgunderrotes Auto in der Nähe des Hauses haben stehen sehen. Das Fahrzeug war mit schwarzen Männern besetzt. Die Männer haben zeitweise im Auto gesessen oder daneben gestanden. Da es aber ganz offensichtlich vor einem Grundstück in der Nachbarschaft geparkt worden war, fiel es nicht weiter auf. Einen Kilometer vom Tatort entfernt finden Spürhunde ein möglicherweise wichtiges Beweisstück. Während sie auf der Straße hin und her gingen, entdeckten sie eine rote Skimaske mit blauer Umrandung. Das war direkt gegenüber vom Anwesen des Opfers. Die rote Skimaske mit den dunklen Augenrändern ähnelt der Maske, die Rosanna beschrieben hat. Der Rechtsmediziner findet heraus, dass Ron Shaw dreimal von Geschossen Kaliber .38 getroffen worden ist. Es gab zwei Körpertreffer. Eine Kugel blieb im Oberkörper stecken, die andere Kugel ging durch den Körper durch. Die Ermittler sichern alle drei Geschosse und schicken sie zur Untersuchung ins kriminaltechnische Labor. Schusswaffenexperte Chris Henderson stellt fest, dass zwei Geschosse aus derselben Waffe abgefeuert worden sind. Das dritte Geschoss nicht.
Wir fanden aufgrund der Charakteristika der Kugeln heraus, dass es zwei Schützen gegeben hatte. Im Zuge der Ermittlungen überprüfen die Beamten auch, ob Rosanna Shaw etwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Rons erwachsener Sohn aus erster Ehe vermutet dies. Er misstraute ihr. Er fragte sich, welchen Grund sie hatte, seinen Vater zu heiraten. Hat sie ihn wegen des Geldes geheiratet? Wir sind sehr gut zurechtgekommen, als Ron und ich heirateten. Doch nach Ronnys Tod wendete er sich gegen mich. Er mochte mich einfach nicht. Es gibt aber noch andere Personen mit einem Motiv. Recherchen ergeben, dass Ron Geldmittel von einem Ölbohrerprojekt zu einem anderen verschoben hat. Eines ist erfolgreich, das andere nicht und bringt den Investoren nur hohe Verluste. Einige Leute hatten Tausende von Dollar verloren. Es überraschte sie alle nicht, dass das Opfer solch einen gewaltsamen Tod gestorben ist. Sie fanden seine Geschäftsmethoden dubios und skrupellos. Aufgrund der vielen Ansatzpunkte konzentrieren sich die Ermittler auf die Personen, die gewusst haben, dass die Shaws einen Tresor haben. Von dem Tresor wussten die Leute von der Tresorfirma, meine Familie, Ronnys Familie, Leute im Büro, der Architekt, die Bauarbeiter und Freunde. Es gab eine Menge Leute, die von dem Tresor gewusst haben. Der Bauunternehmer, der das Haus der Shaws gebaut hat, kooperiert mit der Polizei. Ernest Touchett gab uns die Namen einiger verärgerter Angestellter, von denen er meinte, dass sie vielleicht eine Rolle spielen könnten. Später fügte er hinzu, dass er zwei Enkel hat, die auch an dem Haus gearbeitet und schon öfters Probleme mit dem Gesetz hatten. Den Beamten kommt diese Idee abwegig vor, denn die Täter waren dunkler Hautfarbe. Ernest Touchett aber ist ein weißer Mann und seine Enkel damit vermutlich auch. Zudem kannte Ron Shaw diese Jungs persönlich. Ernest Touchett kam zu meinem Mann und bat ihn, seine zwei Enkel anzustellen, um sie aus ihrem Ärger herauszuholen. Sie mussten etwas Sinnvolles tun. Mein Mann tat dies, denn er schätzte ihren Großvater Ernest Touchett sehr. Er sagte, bring mir deine beiden Enkelkinder, ich stelle sie ein. Die Polizei glaubt nicht, dass die Touchett-Jungs Rons Liebenswürdigkeit auf solch brutale Weise zurückzahlen. Oder doch? Ernest Touchett, der Bauunternehmer, der das Haus der Familie Shaw gebaut hat, fürchtet, dass seine beiden Enkelsöhne etwas mit dem Mord an Ron Shaw zu tun haben. Anfangs halten die Ermittler nur wenig von dieser Idee, denn die Täter waren dunkler Hautfarbe, Ernest Touchett ist aber ein hellhäutiger Mann. Doch dann sehen sie sich deren Fotos in der Verbrecherkartei an. Shannon Touchett war ein dunkelhäutiger Mann, Produkt einer gemischtrassigen Ehe seiner Mutter aus früheren Jahren. Der 17-jährige Shannon Touchett hat am Haus der Shaws mitgearbeitet und wusste folglich auch von dem Tresor im Badezimmer. Die Ermittler fahren zu Shannon nach Hause. Er ist nicht da, doch seine Mutter ist sehr hilfsbereit. Sie erzählte uns, dass sie einige Patronen gefunden hatte und eine schwarze Tasche. Sie erinnerte sich, dass in der Tasche eine Skimaske und Drogen gewesen sind. Die Polizei findet die Tasche in Shannons Schlafzimmer. Skimaske und Drogen fehlen jedoch. Stattdessen Größe der Rillen. Diese Rillen sehen aus wie Zäsuren, die sich um die Oberfläche der Patrone ziehen. Alle materiellen Charakteristika, alles was wir sehen und messen konnten, war nicht voneinander zu unterscheiden. Wir konnten zwischen den Patronen keinen Unterschied feststellen. Während einer Befragung bestreiten Reggie Basil und Ronald Benson, in den Mord verwickelt zu sein. Daraufhin beschlagnahmen die Ermittler alle Schuhe, die die beiden Männer besitzen. Doch keiner hat den Abdruck im Haus der Shaws verursacht.
Es ist frustrierend, wenn man glaubt, die Ermittlungen gehen in die richtige Richtung, man aber keine Bestätigung dafür bekommt, dass man auch tatsächlich die richtigen Kerle beobachtet. Und bei dieser Art Vergehen will man auch keinen Fehler machen. Die Ermittler beschließen, die Maske, die der Täter nach dem Mord weggeworfen hat, auf DNA-haltiges Material zu untersuchen. Die Wissenschaftler stülpen die Maske nach außen und machen rund um die Mundpartie einen Abstrich, in der Hoffnung, Speichelzellen zu finden. Wir haben die gesamte Oberfläche des Wattestäbchens benutzt, um möglichst viel potenzielles Zellmaterial aufzunehmen. Danach ließen wir das Stäbchen trocknen, in der Hoffnung, etwas DNA darauf zu haben. Mit einem Test namens STR entdecken die Wissenschaftler in der Maske DNA von insgesamt 3 Personen. Entscheidend aber ist, wer die Maske als letzter getragen hat, bevor sie weggeworfen wurde. Um das herauszufinden, untersuchen die Wissenschaftler das Stäbchen erneut, diesmal auf die Menge der verschiedenen DNA-Typen. Die Ergebnisse sind eindeutig. In diesem Fall stimmte die größte Menge DNA mit der von Ronald Benson überein. Die rote Skimaske war sehr wichtig, denn sie bestätigte die Geschichte von Mrs. Shaw. Sie hatte ausgesagt, dass die Person mit der roten Skimaske die aggressivste bei dem Überfall war. Die beiden anderen in der Maske vorhandenen DNA-Profile können niemandem zugeordnet werden. Die Skimaske belastet Ronald Benson. Der Schuhabdruck vorm Haus der Shaws belastet Shannon Touchett. Doch es gibt keine kriminaltechnischen Beweise, die Reggie Basil mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Es ist nicht leicht für einen Ermittler, das einfach so hinzunehmen. Es ist schwer, das am Ende so akzeptieren zu müssen, im Bewusstsein nichts machen zu können, aber genau zu wissen, dass er verantwortlich ist. Shannon Touchett, Reggie Basil und Ronald Benson werden alle wegen des Mordes an Ron Shaw festgenommen. Es wurde entschieden, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, alle 3 zu verhaften, sie zur selben Zeit im selben Gebäude zu verhören und so lange von Raum zu Raum zu gehen, bis wir von allen ein Geständnis haben. Shannon Touchett war der Anführer. Er war derjenige, der wusste, wo der Tresor war. Er hat seine beiden Komplizen angestiftet. Shannon gibt zu, dass Benson und Basil an der Tat beteiligt waren. Reginald und Ronald sind ins Haus gegangen. Sie gingen ins Haus, als die Frau die Tür geöffnet hatte. Ich stand draußen und habe auf sie gewartet. Shannon sagt aus, ihr Motiv sei Raub gewesen. Ich habe ihnen von meinem Job bei Mr. Shaw erzählt, dass er mich gut bezahlt, dass er Geld hat und solche Dinge. Wir haben 2 Wochen lang geplant und es letztendlich getan. Schießt 2-mal. Den 3. Schuss gibt Reggie Basil ab. Shannon Touchett wartet vor dem Haus und hinterlässt dabei seinen Schuhabdruck im Sand. Benson und Basil bringen Rosanna ins Haus und zwingen sie, den Tresor zu öffnen. Ungeklärt ist, warum sie nicht alle Wertgegenstände aus dem Tresor mitgenommen haben. Rosannas Leben verschonen sie. Ich denke, meine Tochter hat mir an diesem Abend das Leben gerettet. Als ich dem Mann erzählte, dass ich schwanger bin, hat das etwas in ihm ausgelöst und er entschied sich, mich nicht zu töten. Ja, meine Tochter hat mein Leben gerettet. Beim Lauf zum Fluchtauto verlieren die Täter das Schmuckkästchen. Und Benson wirft seine Skimaske weg, ohne zu wissen, dass sie seine DNA enthält. Die restliche Munition lässt Shannon Touchett einfach in seiner Tasche. Die Tatwaffen werden niemals gefunden. Genauso wie die Schuhe, die die Abdrücke im Haus der Shaws hinterlassen haben. Ohne Prozess erklären sich Shannon Touchett und Reggie Basil für schuldig und werden des Mordes verurteilt. Beide
Die Anstrengungen unseres Kriminallabors waren unschätzbar wertvoll für den Abschluss dieses Falles. Ohne hätte es für keinen der drei eine Verurteilung gegeben. Ich war erstaunt über die DNA, die Schuhabdrücke, all die Beweise, die sie am Tatort gefunden hatten. Und die halfen herauszufinden, wer es war. Das ist alles sehr technisch. Wenn es richtig gemacht wird, ergibt es sich von selbst. Und manchmal hilft auch ein bisschen Glück. Es ist ein Weihnachtsgeschenk, das in Jacksonville, Florida, zugestellt wird. Weder eine Karte noch ein Aufkleber verraten den Absender. Doch im Innern sind einige Hinweise. Ein winziges Stück Draht und einige geheimnisvolle Zahlen auf einer Quittung bringen die Lösung in einem Mordfall. Geht ins Haus. Lillian war gerade im Badezimmer und packte Hygieneartikel. Marjorie kam ganz aufgeregt mit dem Paket ins Haus und sagte, schaut nur, ein Weihnachtsgeschenk. Alle sammelten sich, um zu sehen. Wir haben Feuer im Haus. Wir sind insgesamt zu fünft und meine Mutter brennt. Die Explosion ist immens und reißt ein Loch ins Dach. Verzinkte Stahlsplitter beweisen, dass es eine Rohrbombe gewesen ist. Die Wucht der Detonation schleuderte meine Tochter quer durchs Zimmer. Ich wusste, als sie aufschlug, dass sie tot ist. Es gab keine Chance, das zu überleben. Und ihm wäre wohl nicht klar gewesen, dass es zu unserem Haus gehört. Kinder machen solche Dinge. Die Einsatzkräfte nehmen Rückstände von Benzin wahr. Ungewöhnlich für eine Bombenexplosion. Ich denke, die meisten Bombenbauer sinnen auf Rache. Wollen es ihren Opfern heimzahlen oder sie aus einem anderen Grund töten. Es gibt ein Motiv, im Gegensatz zu wahllosem Töten. Die meisten Bombenleger sind Kriminelle, die glauben, sie seien schlauer als alle anderen. Doch sie machen immer einen Fehler, der ihnen zum Verhängnis wird. Da das Paket kein Versandlabel hat, ist es höchstwahrscheinlich persönlich gebracht worden. Doch war Lillian auch tatsächlich das anvisierte Ziel? Bombenexperten führen im zerstörten Haus der Familie eine Rastersuche durch. Und nach finden die Suchenden kleine Bestandteile der Bombe. Bombenbauer denken oft, dass Bomben so zerstörerisch wirken, dass sie keine Beweise hinterlassen. Tatsächlich jedoch schaffen sie Beweise. Es entstehen sogar einzigartige Beweise. Da waren über 160 Stücke, die alle gesiebt, voneinander getrennt und unter einem Mikroskop untersucht werden mussten. Ich benötigte fast ein Jahr, um alle Beweisstücke zu untersuchen. Die Analyse mit Hilfe eines Gaschromatographen bestätigt, dass beim Bau der Bombe Benzin benutzt worden ist. Sie explodierte nicht nur, sondern brannte auch. Das beweist erneut, dass persönliche Rache das Motiv war. Nur schwer nachzuverfolgen. Sie wurden in Jacksonville wie im ganzen Land verkauft. Wir hätten Probleme bekommen beim Versuch herauszufinden, wer diesen Angelkasten hat. Ich liebe dich, es tut mir leid, dieses ganze Blabla. Es wurde immer schlimmer. Doch da seine Tochter Katie zur Zeit der Explosion auch im Haus gewesen ist, glaubt niemand ernsthaft daran, dass Jarvis der Täter ist. Nie würde er seine Tochter in Gefahr bringen. Es gab einige Verunsicherung darüber, ob ein Vater eine Bombe schicken würde, obwohl er weiß, dass seine Tochter dort ist. Aus diesem Grund haben wir ihn ausgeschlossen. Dann erfahren die Ermittler, dass Lillians Mutter Marjorie für eine Organisation arbeitet, die nur 24 Stunden vor der Explosion schon eine telefonische Bombendrohung bekommen hat. Am Abend zuvor haben wir im Hospiz, in dem ich arbeite, eine Bombendrohung erhalten. Deshalb wurde vermutet, dass irgendjemand etwas gegen mich oder die Firma hat.
Als wir begannen, in Richtung Marjorie Hospiz und Bombendrohung zu ermitteln, interessierte uns besonders, dass die Drohung von einer Anruferin kam, mit einem starken südlichen Akzent. Eine möglicherweise interessante Spur. Denn Lillians neuer Freund, Dan Showalter, ist vor ihrer Beziehung verheiratet gewesen. Seine Ex-Frau Connie hat einen starken südlichen Akzent. Dan hatte vor Gericht eine Fernbleibeanordnung erreicht, denn Connie hatte versucht, mit ihrer gemeinsamen Tochter aus dem Bundesstaat zu fliehen. In einer Befragung sagt Connie aus, dass sie zur Zeit des Anschlags nicht im Bundesstaat gewesen sei. Diese Behauptung bestätigt sich. Dazu kommt die Art der Tötung, dieses Persönliche, diese brutale Art und Weise. Frauen tun Frauen so etwas nicht an. Ein Beweisstück aus den Trümmern lässt vermuten, dass Lillian Jarvis doch das anvisierte Opfer gewesen ist. Das Paket war in Weihnachtspapier mit Engeln eingewickelt. Lillian war bekannt für ihre Vorliebe für Engel. Recherchen ergeben, dass Lillian viele und manchmal auch intime Freundschaften über das Internet geschlossen hat. Wir hatten die Befürchtung, dass jemand die Bombe gebracht hatte, den sie online kennengelernt hatte. Womöglich gab es eine Beziehung, die gescheitert war. Wir haben über 100 Interviews mit Leuten geführt, die Lil über das Internet kannten. 5 Tage nach der Tat treffen sich Verwandte und Freunde zur Mahnwache in einem nahegelegenen Park. Ermittler tarnen sich als Fernsehcrews, um die anwesenden Personen zu überwachen. Sie filmten die Mahnwache und interviewten auch einige Leute. Wir nutzten die Aufzeichnungen, um zu sehen, wer kommt und wer nicht. Das kann manchmal bei den Ermittlungen helfen. Denn es kommt nicht selten vor, dass Mörder gerade bei solchen Angelegenheiten auftauchen. Bombenopfer Lillian Er sollte im Gericht mit einem Scheck über knapp $40,000 auftauchen und ihm dem Richter zeigen. Das war der Tag, den ihm der Richter genannt hatte. Und er ließ ihm keinen Tag mehr. Das Geld ist für den Unterhalt der Kinder und Lillians Anteil am gemeinsamen Haus. Ist der Zeitpunkt der Explosion trotzdem ein Zufall? Die Ermittler glauben das nicht. Sie beantragen einen Durchsuchungsbefehl und nehmen das Haus von William Jarvis unter die Lupe. An seinem Schreibtisch gibt es Anzeichen dafür, dass kurz zuvor Gegenstände weggeräumt worden sind. Der Computer war weg. Es war nur noch ein Abdruck im Teppich zu sehen. Wo ist er hin? Die Ermittler durchsuchen die Wohnung von Jarvis' neuer Freundin. Wir fanden 2 CD-ROMs in einer Schublade mit Unterwäsche in ihrem Schlafzimmer. Wir waren fest davon überzeugt, dass die CDs William Jarvis gehörten. Denn darauf waren E-Mails, persönliche Fotos, Scheidungsdokumente und Bilder seiner Kinder. Es sind belastende Indizien darunter. Einige Dokumente und Broschüren erklärten, wie man eine Bombe baut. Er interessierte sich zudem für das Bombenattentat von Oklahoma City und hatte über 50 Seiten dazu gesammelt. Wir fanden einen interessanten Soundclip, in dem es hieß, ich spreng hier alles in die Luft und bin rechtzeitig zum Cornflakes-Essen zu Hause. Das Zitat stammt aus dem Film Total Recall. Im Haus von William Jarvis finden die Ermittler 2 Quittungen von Walmart. Jarvis hatte dort 3 Wochen vor dem Anschlag eingekauft. Die Quittungen sind von einem Nachttisch in der Nähe des Bettes gefallen und dort womöglich vergessen worden. Auf den Quittungen sind Nummern verzeichnet. Diese sogenannten SKU-Nummern können Geschäfte nutzen, um einen besseren Überblick über ihren Warenbestand zu bekommen. Wir gingen mit den SKU-Nummern zu Walmart. Dort sagte man uns, dass jede SKU-Nummer einem bestimmten Artikel zugeordnet ist. Jeder verkaufte Artikel hat seine eigene SKU-Nummer. Die SKU-Nummern enthüllen, dass Jarvis einen Modellraketenzünder der Marke Estes gekauft hat.
Kriminaltechniker Rob Reed benutzt die Röntgenspektroskopie, um die Estes-Zünder mit dem gefundenen Draht vom Tatort zu vergleichen. Röntgenstrahlen identifizieren die Elemente des Drahtes. Der Estes-Modellraketenzünder hat eine spezielle Legierung, die für Überbrückungsdrähte oder Drahtschlaufen benutzt wird. Er ist also sehr speziell. Das ist patentrechtlich geschützt und Estes hat auch nur uns Auskunft gegeben, um bei der Lösung des Verbrechens zu helfen. Der Draht aus den Bombentrümmern hat dieselbe metallische Legierung wie der Zünder der Marke Estes. Firmen, die solche Produkte herstellen, haben keine Kontrolle darüber, wie die Käufer sie einsetzen. Sie haben zwar eine Absicht, aber manche Menschen mit ihren kranken Hirnen missbrauchen sie eben und benutzen sie, um andere zu verletzen. Wir haben lang und hart daran gearbeitet. Meistens entwickelt man ein persönliches Interesse an einem Fall. Jetzt das erste Beweisstück zu bekommen, das unseren ersten Verdächtigen mit der Bombe in Verbindung bringt, ist wie ein Gewinn in der Lotterie. Die Ermittler fegen den Boden in William Jarvis' Küche, um kleinste Partikel zu sichern. Unter dem Mikroskop entdecken Wissenschaftler unregelmäßig geformte Nitrocellulose-Kügelchen, ein Bestandteil rauchfreien Schießpulvers, das auch beim Bombenattentat verwendet worden ist. Durch die Quittungen wird auch bewiesen, dass Jarvis Weihnachtsgeschenkpapier gekauft hat. Die SKU-Nummer belegt, dass es das gleiche ist, in das auch die Bombe eingewickelt worden ist. Es war eine sehr seltene Art Packpapier, das nur in einigen Geschäften im Südosten vertrieben wurde. Einer dieser Läden, in denen es verkauft wurde, war der Walmart. Auf den Quittungen steht auch, dass Jarvis Kondome gekauft hat. Die Ermittler vermuten, dass er sie dazu benutzt hat, das Benzin in der Bombe unterzubringen. Wir haben einige Tests gemacht, um herauszufinden, wie lange ein Kondom Benzin zurückhalten kann. Und es war mehr als genug Zeit, um die Bomben über Stunden von seinem Haus zum Haus seiner Opfer zu transportieren. Nichts lief aus. Es gab durch das Benzin kein Leck im Kondom. Wir waren sicher, dass wir unseren Mann gefunden hatten und in der Lage waren, das vor Gericht zu beweisen. Doch Jarvis bestreitet jegliche Verwicklung in das Bombenattentat und präsentiert ein Alibi. Er behauptet, zur Tatzeit zu Hause am Computer gewesen zu sein, gut eine Stunde vom Tatort entfernt. Sein Online-Provider bestätigt, dass er am Computer gewesen ist. Wie hat er das bloß gemacht? Die Ankläger glauben, dass William Jarvis zwei Motive für die Tat besessen hat. Geld ist das erste. Bill Jarvis musste Lillian monatlich etwa $1,800 Alimente und Kindesunterhalt zahlen. Als weiteren Teil ihrer Abmachung musste er ihr Besitzabstand zahlen, in Höhe von $30,000. Er sollte ihr das eigentlich schon bis Oktober gezahlt haben, war es aber immer noch schuldig. Dazu kam, dass William Jarvis seine Frau als nicht so wertvoll ansah wie sich selbst. Er war außer sich, dass sie Dinge unternahm, die er nicht billigte. Und dafür musste sie bestraft werden. Mit anderen Worten, Jarvis billigt nicht, dass Lillian nach der Scheidung andere Männer trifft. 3 Monate vor dem Mord. William Jarvis kauft einen Modellraketenzünder und ein Pack Papier. Quittungen belegen zudem, dass er auch Kondome mitnimmt. Wahrscheinlich, um sie mit dem Benzin zu füllen. Er baut die Bombe an seinem Küchentisch. Dabei fallen kleine Partikel des Schießpulvers auf den Boden. Am Morgen des Tattages wacht Jarvis gegen 5 Uhr auf und loggt sich bei AOL ein, vermutlich um sein Alibi zu untermauern. Dann fährt er zum Haus von Lillian.
Die Ankläger glauben, dass Jarvis nicht zu Hause gewesen ist, als sich der Computer ausloggt. Sie vermuten, AOL hat die Sitzung wegen Untätigkeit beendet. Ich glaube, William Jarvis hat in der Nachbarschaft gewartet, bis er die Explosion gehört hat. Anstatt nach Hause zu fahren, erscheint er 45 Minuten vor Schichtbeginn bei der Arbeit. Wir vermuten, er wollte nicht nach Hause, weil er fürchtete, Leute würden dort schon auf ihn warten. Er musste zur Arbeit und vollzog seine ganz normale Routine, abgesehen davon, dass er an diesem Tag ungewöhnlich früh erschien. Williams Rache an Lillian hätte leicht mit dem Tod seiner Tochter enden können, hätte sie das Päckchen geöffnet. Das letzte Bild von meiner Tochter ist, als sie am Waschbecken steht und das Weihnachtsgeschenk öffnet. Es explodierte und sie schleuderte durch den Raum, wobei alles in Flammen aufging, inklusive ihr. William Jarvis wird wegen Mordes und Brandstiftung angeklagt und zu 3-mal lebenslänglich ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Die Kriminaltechnik hat bewiesen, dass er das Bombenattentat über Monate geplant hat. Jarvis war überzeugt davon, dass die Detonation alle Beweise gegen ihn vernichten wird. Das wichtigste Beweisstück im ganzen Fall war der Draht, den unsere Labortechniker gefunden hatten und der ihn mit dem Bombenattentat verband. Ohne dieses Stück Draht wäre der Fall womöglich nie gelöst worden. Das Stück Draht war der entscheidende Beweis. Und das beweist, du kannst glauben, du bist schlauer als die Polizei. Bist du aber nicht. Letztlich werden wir dich kriegen. Ein 12-jähriges Mädchen behauptet, entführt worden zu sein. Doch die Polizei ist da skeptisch. Ihre Erinnerungen sind zu detailliert, ihr Verhalten zu emotionslos und ihr Heldentum zu unglaubwürdig. Erst einige Fasern auf ihrer Kleidung veranlassen die Polizei, alles noch einmal zu überprüfen. Es passiert an einem Nachmittag in Freeport, Texas. Die 12-jährige Dana Stinson ist auf dem Weg zur Bibelstunde, ein paar Häuserblöcke von zu Hause entfernt. 2 Stunden später, der Unterricht ist längst beendet, ist Dana noch immer nicht zurück. Ihre Mutter ging sie suchen und erfuhr vom Lehrer, dass sie nie in der Klasse angekommen war. Sofort wurde die Polizei eingeschaltet. Ich wusste es sofort. Mein Magen drehte sich um, meine Beine zitterten. Ich war sicher, dass etwas passiert war. Nachbarn helfen bei der Suche, doch das Mädchen bleibt verschwunden. Danas Vater ist Gefängniswärter in der örtlichen Vollzugsanstalt. Er befürchtet, dass sich einer seiner Ex-Gefangenen an ihm rächen will. Ich wusste, dass etwas passiert ist. Bestimmt hatte sie einer meiner Täter entführt. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Ob's stimmte? Keine Ahnung. Mehrere Stunden vergehen. Kurz nach 22 Uhr taucht Dana plötzlich in Oyster Creek wieder auf. Er hat ihr schreckliche Dinge angetan und sie erzählte uns davon völlig emotionslos. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, es zu glauben. Die Polizei ist skeptisch. Dana behauptet, am helllichten Tag auf dem Kirchenparkplatz entführt worden zu sein und niemand soll es gesehen haben. Und der Entführer lässt sie ausgerechnet in der Nähe des Hauses eines Freundes wieder frei? Sie wurde in einer Gegend freigelassen, in der ein junger Mann lebte, den sie kannte.
Einige Leute haben ihre Freundschaft als Beziehung beschrieben. Die Ermittler sagen Dana, dass sie ihre Geschichte für eine Lüge halten. Da sahen wir bei ihr das erste Mal Emotionen und sie sagte, sie können machen, was sie wollen, aber ich lüge nicht. Als sie beschuldigt wurde, war sie den Tränen näher als während der ganzen Befragung vorher. Ich konnte nicht glauben, in welcher Art und Weise sie sie befragten und dass sie behaupteten, alles sei erfunden. Ein Streich. Die Polizei beschlagnahmt Danas Kleidung und bittet sie, am nächsten Tag noch einmal zu einem Gespräch zu kommen. Nur 24 Stunden später sitzt Dana Stinson den Ermittlern im Polizeipräsidium noch einmal gegenüber. Es geht darum, die Geschichte vom Vortag zu überprüfen. Dann entdecken die Ermittler etwas, was am Tag zuvor noch nicht sichtbar gewesen ist. Ich konnte so etwas wie Verbrennungsmale um ihre Handgelenke und um ihren Mund herum erkennen. Es schien, als wäre dort Klebeband gewesen. Es ist möglich, bei der zeitnahen Untersuchung von Personen, die gefesselt worden sind, dass diese Fesselspuren nicht sofort sichtbar oder nicht so eindeutig erkennbar sind, dass sie sich allerdings einen Tag später dann deutlich demarkieren und dann eben als Fesselspuren auch interpretiert werden können. Dana bestätigt, dass die Male von dem Klebeband stammen, das ihr der Entführer um die Handgelenke gebunden und über den Mund geklebt hat. Personen, die gefesselt werden, zum Beispiel mit Klebeband oder Seilen, erleiden natürlich an den Stellen, wo das Fesselwerkzeug anliegt, eine mechanische Reizung. Das natürlich in Abhängigkeit von der Festigkeit, wie das Strangwerkzeug angelegt worden ist. Und es kommt dann eben zu Hauteinblutungen oder Unterblutungen oder aber zu Schürfungen, die dann an der Haut entsprechend sichtbar sind. Die Polizisten beginnen, Dana zu glauben. Klipp und klar sagte sie, ich lüge nicht. So wie ich es gesagt habe, ist es passiert. Danas Eltern bringen ihre Tochter ins Krankenhaus zur Untersuchung. Für auswertbare Spuren ist es jedoch zu spät. Sie hätte früher ins Krankenhaus gehen müssen. Allerdings bin ich nicht sicher, ob dann DNA gefunden worden wäre. Sämtliche Untersuchungen müssen natürlich zeitnah durchgeführt werden. Das heißt, sowohl die körperliche Untersuchung als auch die gynäkologische Untersuchung muss zeitnah durchgeführt werden. Allein im Hinblick darauf, dass mögliche Spuren verloren gehen, zum Beispiel bei Genitalabstrichen, dass eben Sperma-Nachweis nicht mehr möglich ist. Glücklicherweise hat die Polizei Danas Kleidung beschlagnahmt. Eine Jeans? Ein Pullover und ein paar Strümpfe werden Kriminaltechnikerin Devin Craig-Ostasicha zur Analyse gegeben. Mit Hilfe einer Klebefolie sichert sie zahlreiche Fasern. Ich fand nicht nur eine oder zwei dieser Teppichfasern. Ich hatte zahlreiche dieser Fasern von unterschiedlichen Kleidungsstücken. Das ist für einen Faseranalytiker wunderbar. Man kann sich nichts Besseres wünschen. Dana beschreibt ihren Entführer als Mann mit blonden Haaren, blauen Augen, Mitte 40 und mittelgroß. Er fährt einen weißen Van mit getönten Scheiben, auf denen das Wort Wood steht. Sie sagt aus, sie sei in einer sargähnlichen Kiste gewesen, die mit blauem Teppich ausgelegt gewesen ist. Und sie erinnert sich an noch etwas. Das Opfer beschrieb uns eine orangefarbene Kühlbox, die in dem Van war. Sie sagte, dass Iglo darauf stand und einige andere Dinge. Sie konnte aber nicht genau erinnern, was. Lowe's, Home Depot oder sowas in der Art. In der Kühlbox war Dr. Peppers. Die Ermittler beschließen, mit Danas Fahrzeugbeschreibung an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Zeitungen interessierte, dass es vor der katholischen Kirche eine Entführung gegeben hatte und dass der Verdächtige möglicherweise einen weißen Van fährt. Die Hoffnung ist, dass jemand den weißen Van in der Gegend gesehen oder sogar die Entführung beobachtet hat. Zwei Tage nach der Entführung von Dana Stinson meldet sich einer ihrer Nachbarn bei der Polizei. Er behauptet, einen Teil der Entführung beobachtet zu haben. Er sagte, ich sah einen weißen Van auf dem Surfside Floor in Teilstadt.
Mehr oder weniger sofort, als ich ihr die Fotos gab, zeigte sie auf sein Bild. Sie sagte, das ist der Mann, der mich in der Kirche entführt und mir das alles angetan hat. Randy Allen wird mit Denas Identifizierung und den kriminaltechnischen Beweisen konfrontiert. Er gesteht die Tat bei laufender Kamera. Ich sah ein kleines Mädchen, packte sie und zerrte sie in meinen Van. Als sie dabei an seinem Van vorbeigehen, zwingt er sie hinein, knebelt sie mit Klebeband, bindet es auch um ihre Hände und fesselt ihre Füße mit einem Seil. Dann legt er sie in die sargähnliche Kiste, die mit dem blauen Teppich ausgelegt ist. Er fährt mit ihr zum Meer, parkt seinen Van und vergewaltigt sein Opfer. Dann zwängt er sie wieder in die Kiste und fährt nach Hause. Er stieg aus dem Van, ging die Treppe hoch, holte Frau und Kind, ging die Treppe wieder runter, stieg in das Auto seiner Frau und fuhr zum Essen. Sie waren eine Stunde weg. Dann kamen sie zurück und er erzählte seiner Frau, dass er noch zu arbeiten hätte. Er stieg wieder in seinen Van und fuhr mit dem Kind in der Kiste davon. Er bringt Dana in ein nahegelegenes Motel, doch jetzt wehrt sich das Mädchen. Sie weigert sich zu tun, was er verlangt und fordert ihre Freilassung. Experten sagen, dass das die Situation zugunsten von Dana veränderte. Sie stellte Forderungen. Ich mach nicht mehr mit, ich will, dass du mich jetzt gehen lässt. Ich vermute, das hat den Täter letztendlich geschockt. Ich wünschte, mehr Leute könnten so handeln. Doch die meisten haben nicht diese Stärke. Viele zeigen diese Zähigkeit nicht von Beginn an, brauchen mehr Hilfe und werden erst nach längerer Zeit damit fertig. Randy Allen fährt Dana an einen abgelegenen Ort und lässt sie einfach gehen. Die Ankläger glauben, dass er sich vorgenommen hatte, sie zu töten. Ich glaube, Randy Allen dachte, dass er nie gefasst wird. Er hat nie damit gerechnet, dass sie ihm kriminaltechnische Beweise mit der Tat in Verbindung bringen können. Ich glaube das, denn anfangs hatte er beabsichtigt, sein Opfer zu töten. Die meisten Sexualstraftäter fallen schon in ihrer Jugend durch ungewöhnliches sexuelles Verhalten auf. Randy Allen ist eine der wenigen Ausnahmen. Ich finde es seltsam, dass man eines Morgens plötzlich aufwacht und so eine schreckliche Tat begeht. Wenn jemand im Wasser tauchen lernen will, springt er ja auch nicht als erstes von einer Klippe. Er übt im Pool. Doch das war für mich ein Sprung von der Klippe. Da musste mehr im Hintergrund sein, doch wir haben nichts weiter herausgefunden. Randy Allen hat in der Gegend von Dallas-Fort Worth gelebt, als dort mehrere junge Mädchen entführt worden sind. Ich glaube, und auch meine Kollegen sind der Meinung, dass es noch weitere Opfer gegeben hat. Die Ermittler, die an diesem Fall gearbeitet haben, fremde Ermittler, die über den Fall gelesen haben, die Staatsanwälte, alle glauben, dass es weitere Opfer gibt. Doch es wird keins gefunden. Und Randy Lee Allen macht auch kein weiteres Geständnis. Im September 2003 wird er wegen Entführung und Vergewaltigung zu zweimal 75 Jahren Haft verurteilt. Ich konnte keine Reue erkennen. Leid tat ihm nur, dass er gefasst worden ist und einer langen Gefängnisstrafe ins Auge sah. Ich meine, die Hölle ist zu gut für solche Leute. Lass sie leiden. Dana Stinson ist ein bemerkenswertes junges Mädchen mit unglaublicher Courage und einem phänomenalen Gedächtnis. Das ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass sie etwas so Kleines aufnehmen und etwas so Großes erreichen. Ich bin froh, dass es die Wissenschaft und all das gibt. Die Welt der Kriminaltechnik ist unglaublich interessant. Aus winzigen Teilchen, ja, aus geradezu nichts, machen sie einen Beweis. Unglaublich. Ich finde das sehr erstaunlich. Wenn ich noch einmal jung wäre und alles von vorne machen könnte, ich würde in die Forensik einsteigen.
Bei ihrer Hochzeit geloben sie, zusammen zu bleiben, bis der Tod sie scheidet. Sie halten dieses Versprechen. Doch sind vorher andere Heiratsgelübde gebrochen worden. Doch die Bilderbuchehe der Petersens endet an einem Samstagabend im Dezember 2001, als Michael die Polizei alarmiert. Was ist der Notfall? Meine Frau hatte einen Unfall. Sie atmet noch. Was für einen Unfall? Sie ist die Treppe runtergefallen. Sie atmet noch. Bitte kommen Sie. Wie viele Stufen? 15, 20, ich weiß nicht. Bitte schicken Sie sofort jemanden. Als der Notarzt eintrifft, ist Kathleen Petersen tot. Sie liegt am unteren Ende der Treppe. Wir bemerkten kein Lebenszeichen, kein Puls, keine Atmung. Der Herzmonitor zeigte keine Kontraktion an. Wir konnten nichts mehr tun, um ihr Leben zu retten. Die Notärzte fragen Petersen, was passiert ist. Er sagt, er habe am Pool gesessen und seine Pfeife geraucht und Kathleen hätte oben etwas gearbeitet. Nach 45 Minuten sei er dann ins Haus gekommen und hätte Kathleen bewusstlos auf dem Boden liegen sehen. Er vermutet, dass Alkohol und ihre dünnen Sandalen den Sturz verursacht hätten. Er hat ihren Sturz nicht gesehen, denn er war am Pool. Wie auch immer, sie muss gefallen sein, denn sie lag am unteren Ende der Treppe, als er hereinkam. Toxikologische Tests ergeben, dass sie weniger als 1 Promille Alkohol im Blut hatte. Das ist unter dem gesetzlichen Limit. Doch sie hatte getrunken. Und das erhöht natürlich die Möglichkeit, auf solche Weise zu fallen. Computerforensiker bestätigen, dass Kathleen am Computer gewesen ist, allerdings früher, als Michael gesagt hat. Die Kriminaltechniker schauen sich die Festplatte an und holen da alles raus. Das lehrt mich, nichts in meinem Computer ist für immer weg. Die Polizei und die forensischen Wissenschaftler sind misstrauisch. Tod durch Treppensturz ist sehr ungewöhnlich. Und ich habe noch nie ein Tatortfoto von einem Treppensturz mit so viel Blut gesehen. Bei Treppenstürzen entstehen normalerweise keine Verletzungen, die sehr stark bluten oder spritzen oder große Beblutungsmuster erzeugen. Ist ja auch kein Wunder. Es werden ja auch meistens keine großen Adern verletzt, aus denen das Blut dann spritzend hervortreten würde. Kathleen Petersens Tod ist die Hauptnachricht in Durham. Nicht zuletzt, weil sie und ihr Mann sehr bekannt und beliebt sind. Ich denke, das war ein großer Schock, denn Leute, die in friedlichen Gegenden wohnen, tendieren dazu zu denken, das kann hier nicht passieren, wir sind beschützt, dies ist eine gute Nachbarschaft. Schlechtes passiert hier nicht, doch böse Sachen gibt's überall. Obwohl Kathleens Tod ein Unfall zu sein scheint, hält sich die Polizei alle Optionen offen. Dann erfahren die Beamten etwas Verdächtiges. Michaels 25-jähriger Sohn Todd ist bereits an Ort und Stelle gewesen, als der Notarzt eingetroffen ist. Das ist verdächtig, denn Todd Petersen wohnt nicht mehr zu Hause und es ist 2.30 Uhr am Morgen. Es kommt heraus, dass Todd Kathleen nicht besonders mochte. Todd war offensichtlich eifersüchtig auf seine Stiefmutter. Ihm war es nicht recht, dass sie seinen Vater geheiratet hatte. Er mochte es, wenn er die ganze Aufmerksamkeit seines Vaters für sich hatte. Michael sagt aus, er habe seinen Sohn direkt nach dem Notarzt angerufen. Todd selbst verweigert jede Aussage. Er wurde mehrmals gefragt, ob er zu den Dingen, die er an dem Abend gesehen hatte, eine Aussage machen möchte. Er weigerte sich, das zu tun. Todd handelte wie jemand, der keinen etwas wissen lassen möchte. Und Michael war nicht viel besser. Dann entdecken die Ermittler einige Ungereimtheiten am Tatort. Die Notärzte sagen aus, das Blut von Kathleen hätte nicht mehr frisch ausgesehen, als sie am Tatort ankamen. Es hatte angefangen zu trocknen, als ob es schon länger dort wäre. Und es scheint, als habe jemand versucht, Blut von der Wand zu entfernen. Die Schmierspur an der Wand lässt vermuten, dass jemand versucht hat, das Blut von der Wand zu waschen. Wenn man versucht, in einem ganz normalen Wohnraum, wo eine Tapete ist oder Putz, Blut wegzuwischen, erzeugt das immer sichtbare oder manchmal auch unsichtbare, aber sichtbar zu machende Verwischungen. Das ist eigentlich ein sehr eindeutiges und auffälliges Bild, meistens so relativ breit und flächig und mit so ganz typischen, ja, scheibenwischerartigen Verwischungsspuren. Noch verdächtiger sind die Blutspritzer auf dem verwischten Stück.
Bei einem Treppensturz findet man normalerweise gar keine Blutspritzer, weil erstens keine Adern eröffnet werden, die einfach automatisch ein Spritzen verursachen, dadurch, dass das Herz pumpt und das Blut rausspritzt. Und weil gleichzeitig auch eigentlich keine sehr schnelle Krafteinwirkung, in dem Fall jetzt passiv durch die Treppe, erfolgt. Die einzige Ausnahme wären Treppen, die jetzt vielleicht eine ganz scharfe Marmor- oder Metallkante haben. Bei normalen Holztreppen beobachtet man das aber nicht. Und noch etwas fällt den Ermittlern ins Auge. Das Opfer hat Blut an den Fußsohlen. Wenn ein Opfer unter der Fußsohle flächig beblutet ist, muss es wohl offensichtlich in Blut gestanden haben. Wenn das Opfer die einzige Person ist, die geblutet hat, dann hat das Opfer wohl noch gelebt, als es geblutet hat und konnte entweder noch irgendwie kauernd oder stehend sich fortbewegen und hat dann das eigene Blut eben unter die eigene Fußsohle transportiert. Die Ermittler finden zwei große Blutstropfen im Innenhof des Hauses und einen weiteren an der Seiteneingangstür. Als ich diese zwei Blutstropfen sah und den an der Tür, gingen bei mir die Alarmglocken an. Und ich begann zu zweifeln, ob es wirklich so gewesen ist, wie es bisher hieß. Michael Petersens Geschichte ist zudem etwas konfus. Pool sitzen, nur bei wärmeren Bedingungen. Bei Kathleens Autopsie kommen 7 Verletzungen auf dem Kopf zum Vorschein. Unvereinbar mit einem Treppensturz. Finden sich 7 Kopfschwartenverletzungen mit korrespondierenden Schädelverletzungen, die allesamt auf der Scheitelhöhe lokalisiert sind, würde das insgesamt eher gegen einen Treppensturz als Verursachung sprechen. Es gibt die sogenannte Hutkrempenlinie, das heißt, alle Verletzungen, die oberhalb der Hutkrempenlinie liegen, sind eher durch ein Fremdverschulden, das heißt durch eine andere Person, beigebracht worden, wohingegen Verletzungen, die unterhalb dieser Hutkrempenlinie liegen, durch ein Sturzgeschehen zwanglos erklärt werden können. Und in Kathleens Gehirn finden sich weitere Spuren. Die Ärzte finden rote Neuronen. Sie sind geschrumpft und haben nur wenig Plasma. Normale Neuronen sind rund und haben deutlich mehr Plasma. Diese roten Neuronen im Gehirn einer Person zu finden, bedeutet, dass sie schon 2 bis 6 Stunden vor dem Eintritt des Todes unter Sauerstoffmangel gelitten hat. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass sie geschlagen worden ist, dann aber noch lange genug gelebt hat, dass sich diese Neuronen bilden konnten und erst dann gestorben ist. Das widerspricht der Aussage von Michael Petersen, der behauptet hat, Kathleen 45 Minuten, nachdem sie ins Haus gegangen ist, gefunden zu haben. Kathleens ursprünglicher Unfall wird zum Mord erklärt. Nun richten sich alle Blicke auf Michael Petersen. Kathleen war meine Frau. Ich habe in meinem Herzen 1000 Mal ihren Namen geflüstert. Sie ist darin und ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich würde ihr nie etwas antun. Doch das ungewöhnliche Verhalten von Todd in der verhängnisvollen Nacht erregt Verdacht. Die Ermittler fragen sich, was er zu verbergen hat. Bestsellerautor Michael Petersen ist der Hauptverdächtige im Mordfall seiner Frau. Durch die Untersuchung des Computers der Petersens entdecken forensische Wissenschaftler einen Widerspruch in Michaels Geschichte. Kathleen hat einem Kollegen um Mitternacht eine E-Mail geschickt. Michael hatte jedoch behauptet, sie sei erst eine Stunde später am Computer gewesen. Und die Ermittler finden noch etwas Unerwartetes. Zahlreiche pornografische Bilder von Schwulen. In Michaels Schreibtisch sind ausgedruckte E-Mails, in denen er sich mit einem Callboy zum Sex verabredet. Die Abende sind nicht schön für mich. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet mit einer tollen Frau. Ja, ich weiß, ich bin bi und das ist alles, was ich will. Die E-Mails verraten zudem, dass Michael bereits eine Beziehung zu einem anderen Mann gehabt hat. Einem Lacrosse-Spieler vom College.
Ist es möglich, dass Kathleen diese Unterlagen gefunden hat, als sie am Abend des Mordes am PC gesessen hat? Das war für mich beunruhigend und ich bin mir sicher, dass es auch für seine Frau beunruhigend gewesen wäre. Die Ermittler schauen sich die Finanzen der Petersons an. Erstaunlicherweise hat Michael in den letzten 2 Jahren nichts verdient. Kathleen finanzierte alles mit ihrem Einkommen von Nortel. Das umfasste alle Kinder, deren Ausbildung und natürlich das Aufrechterhalten eines Haushalts dieser Größe. Mit 3 Töchtern im College steigt ihr Kreditkartensoll auf $143.000. Und Michaels erwachsene Söhne erwarten auch finanzielle Unterstützung. Kathleens Nortel-Aktien waren mal $2.5 Millionen wert. Doch aufgrund von Kurseinbrüchen sind es momentan nur noch $50.000. Am aufschlussreichsten ist aber wohl die Tatsache, dass Michael der Begünstigte von Kathleens Lebensversicherung ist. Wert $2 Millionen. Geld und Sex sind die ältesten Motive. Und Michael Peterson hatte beide. All diese unterstellten Motive sind aber kein Beweis für Mord. Deshalb untersuchen die Ermittler die Kleidung von Michael, die er am Abend des Mordes getragen hat. Sie finden getrocknete Wasserflecke auf Michaels Shorts, die vermuten lassen, dass er versucht hat, das Blut davon abzuwischen. Blutspurexperte Dwayne Deaver bringt das zu einer Vermutung. Aufgrund seiner Erfahrung schaut er sich gezielt die Hosenbeine an,
und findet dort Blutspritzer. Das habe ich in vielen Fällen gesehen, bei denen geschlagen wurde. Wenn man über seinem Opfer steht und zuschlägt, fliegen viele Spritzer direkt zurück an den Täter, in den Schrittbereich der Hose. Mit einem blutgetränkten Schwamm und mit Kleidung, die der des Täters ähnelt, versucht Diva, die Position des Mörders und die Art der Blutspritzer nachzustellen. Eine Tatortrekonstruktion ergibt meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach immer ein Ergebnis, was sehr eindeutig und zielführend ist. Beispielsweise Blut, was man an der Innenseite der Hose findet. Da kann man sehr lange drüber nachdenken und nachrechnen, wie sich das verteilt haben muss. Wenn man aber einfach mal mit einem echten Körper, mit dem eigenen und mit einem anderen Körper, von einem Freiwilligen, versucht, die Situation nachzustellen und vielleicht auf Blutpolster, die man selber hergestellt hat, draufschlägt, dann ergibt sich in der Regel eine ganz simple und in der Regel auch zutreffende Lösung, Rekonstruktion, Darstellung des Falles. Die Tests ergeben das Blutspritzermuster von Michael Petersons Shorts. Die Person, die diese Shorts getragen hat, stand über dem Opfer, als es geschlagen wurde. Nur so konnte das Blut in den Schritt gelangen. Die Experten sind sich sicher, dass das nicht vom Berühren der Leiche kommen kann. Wenn eine blutende Person, vielleicht auch mit sickerndem Blut, nur bewegt wird, gedreht wird, getragen wird, kann das Blut sich natürlich nur, sagt schon der gesunde Menschenverstand, durch Kontakt übertragen werden. Man hat also eine Kontaktspur durch Berührung. Spritzer können dabei nicht auftreten, denn wo keine Kraft und Gewalt ausgeübt wird auf das Blut auch nicht spritzen. Und es ist eindeutig, dass der blutige Schuhabdruck auf Kathleens Hosenrückseite ein Ergebnis des Angriffs ist. Der Schuhabdruck war so ein weiterer Aha-Moment. Er hatte Blut unter seinen Schuhen und stand auf ihrer Hose. Wenn jemand seinem Partner so etwas antut, ist er wahrscheinlich in Rage und kann sein Verhalten nicht mehr kontrollieren. Da Todd Peterson an seiner Kleidung keine Blutspritze hat, gehen die Ermittler davon aus, dass er nichts mit der Ausführung des Mordes zu tun hat. Gerade als die Polizei die Ermittlungen abschließen will, findet sie noch einen letzten Beweis gegen Michael Petersen. 16 Jahre zuvor hat Michael mit seiner ersten Frau in Deutschland gelebt. Liz Radliff, eine enge Freundin, ist damals nach einem Treppensturz tot aufgefunden worden. Ich bekam Gänsehaut. Es war unglaublich, dass die beiden so gleich aussahen. Wenn man sich Kathleen Petersen und Liz Radliff anschaut, sie könnten als Schwestern durchgehen. Michael war die letzte Person, die Liz Radliff lebend gesehen hat. Liz war eine gesunde Frau, die Michael in ihrem Testament bedachte. Miss Radliff überließ Michael Petersen die Verantwortung für ihre Kinder und ihren persönlichen Grundbesitz im Falle ihres Todes, der natürlich eintrat. Ursprünglich wurde ihr Tod als Unfall eingestuft. Doch jetzt wird Liz Radliffs Leiche exhumiert, um eine neue Autopsie durchzuführen. Dr. Radish findet 7 Verletzungen auf Mrs. Radliffs Kopf, genau wie bei Kathleen Petersen. Ihr Tod war nicht das Resultat eines Treppensturzes. Meine Schlussfolgerung und meine Meinung ist, sie wurde auch erschlagen. Der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein, das passiert einfach nicht. Ich würde meiner Frau nie etwas antun. Ich bin unschuldig. Und das werden wir im Gericht beweisen. Doch die enorme Menge an forensischen Beweisen widerlegt das und belastet einzig und allein Michael Petersen. Die Mordwaffe wird nie gefunden. Doch die Verletzungen auf Kathleens Schädel deuten an, dass sie ein schmaler und leicht gerundeter Gegenstand gewesen sein muss. Auf einem Familienfoto entdecken die Ermittler am Kamin ein Blasrohr, das allerdings im Haus nicht mehr zu finden ist. Ich will ehrlich sein, wir haben sehr gründlich gesucht. Wir haben alle Stellen im Haus bei 2 Gelegenheiten sehr sorgfältig abgesucht. Man hat nicht immer den Luxus, die Mordwaffe in einem Fall zu finden. So wie man nicht in jedem Fall den Luxus hat, DNA zu haben.
Die Ankläger sind überzeugt davon, dass der Mord an Kathleen mehrere Stunden vor Michaels Notruf stattgefunden hat. Um Mitternacht geht Kathleen nach oben, um am Computer ihres Mannes E-Mails zu lesen. Normalerweise macht sie das nicht, aber diesmal hat sie ihren Laptop im Büro vergessen. Vermutlich findet sie bei dieser Gelegenheit die ausgedruckten E-Mails ihres Mannes und erfährt so von der Verabredung mit dem Callboy. Wahrscheinlich hat sie auch die pornografischen Fotos entdeckt. Kathleen geht nach unten und konfrontiert Michael mit dem Gefundenen, der daraufhin explodiert. Als Kathleen Michael den Rücken zudreht und geht, greift er nach dem Blasrohr und schlägt ihr auf den Kopf. Auf ihrem Hosenbein hinterlässt er seinen Schuhabdruck. Kathleen ist bewusstlos. Michael zieht seine Schuhe aus, um kein Blut im Haus zu verteilen, und versucht in den nächsten Stunden, den Tatort zu inszenieren. Er mag nicht gewusst haben, was Blutspritzer sind, aber er wusste, dass diese kleinen roten Punkte nicht gut für ihn sind. Und deshalb hat er das Wasser aufgetragen, um sie loszuwerden. Doch er konnte nicht sehen, was in seinem Schritt und auf der Rückseite der Hose war. Ich würde ihr nie etwas antun. Trotz mehrerer Dementi wird Michael Peterson wegen des Mordes an seiner Frau der Prozess gemacht. Der Staat North Carolina gegen Michael Ivor Peterson. Wir, die 12 Geschworenen, befinden den Angeklagten einstimmig des Mordes für schuldig. Er dachte, er könnte alle überlisten. Womöglich hat das mit seiner Persönlichkeit zu tun, vielleicht mit seinem Beruf. Er hat versucht, Leute in Deutschland zu überlisten. Er hat versucht, Leute in Durham zu überlisten. Und er hat versucht, die Geschworenen zu überlisten. Doch das hat einfach nicht funktioniert. Peterson erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Ankläger sind davon überzeugt, dass bereits ein 16 Jahre zuvor von ihm begangener Mord nicht entdeckt worden ist. Die Kriminaltechnik hat verhindert, dass dies ein zweites Mal geschehen konnte. Ich hatte die richtige Person und war überzeugt, dass er seine Frau und Elizabeth Radcliffe getötet hat. Die Kriminaltechnik stützt das Urteil zu 100%. Die kriminaltechnischen Beweise waren in Kathleen Petersons Blut geschrieben. Und die Tatortanalytiker haben ihren Job gemacht und einen Schuldigen hinter Gitter gebracht. Ich denke, der eindeutigste Beweis in diesem Fall waren die roten Neuronen. Neuropathologen und Pathologen erkennen die Wichtigkeit. Er war ein Romanautor und er weiß, wie man ein Stück verfasst. Und genau das hat er im Hinblick auf Kathleens Tod getan. Er hat versucht, ihren Tod als Roman darzustellen, anstelle von Fakten.